Gut, jetzt wollen wir mal tatsächlich anfangen und aus einem ER-Schema ein relationales machen. Da gehen wir so der Reihe nach durch, was wir so alles im ER-Modell an Möglichkeiten haben, irgendwas auszudrücken und versuchen das in tatsächlich Relationen, also Tabellen zu übersetzen. Nochmal, wo wir sind, also so in diesem theoretischen Modell, Schema, Architektur nach ANSI/SPARC, wenn Sie sich erinnern, da gibt es ja im Prinzip nur drei Schichten. Also so ein internes Schema, ein konzeptuelles Schema und diese externen Schemata. Eigentlich wollen wir dieses konzeptuelle Schema hier bauen. In der Praxis haben wir das konzeptuelle Schema als so ein ER-Modell gebaut, aber wir wussten noch nicht konkret, wie das zu einer Datenbank passen wird, außer dass ich halt Entitäten und Attribute und sowas auch da drin gesehen habe und Beziehungstypen. Hier werden wir jetzt tatsächlich aus dem ER-Modell das logische Schema bauen, also Relationen, die dann Entsprechungen in den konkreten Tabellenausprägungen haben. Also die intuitive Sicht ist immer, dass wir jetzt die Tabellen tatsächlich uns anlegen und zwar aus diesem eher grafischen ER-Modell. Und am Ende haben wir dann dieses konzeptuelle Schema. Das wird uns dann für die Vorlesung erstmal reichen. Im internen Schema kann ich dann noch sowas festlegen wie, keine Ahnung, wofür gibt es einen Index und was für einen Index benutze ich, also vom Typ her, um schnellen Zugriff zu haben, solche Geschichten. Da kommen wir wahrscheinlich hier in der Vorlesung gar nicht so genau dazu. Sondern wir wollen dann erstmal eher mit so einer konkreten Datenbank versuchen zu arbeiten. Nochmal die Erinnerung, ist jetzt schon eine Weile her, was gab es eigentlich im ER-Modell an grundlegenden Konzepten? Naja, im Prinzip Entity-Typen und Beziehungstypen. Und Entity-Typen oder Beziehungstypen können auch Attribute haben, also Werte, die ich denen zuordne. Im relationalen Modell gibt es jetzt nicht mehr zwei verschiedene Strukturierungskonzepte, sondern eigentlich nur noch eins, ein Relationenschema. Also ist jetzt irgendwie schon klar, dass sowas wie Entity-Typen und Beziehungstypen eigentlich irgendwie zu Relationen gemacht werden müssen. Und dann gibt es aber eben so ein paar Best Practices, wie man es tun sollte und was man gegebenenfalls nicht machen sollte, weil dann das relationale Konzept, das relationale Modell nicht mehr zum ER-Modell passt. Also wir fragen uns jetzt hier, wie wir aus den Entity- und Beziehungstypen nur noch dieses eine Konzept Relation machen. Und ein wichtiges Hilfsmittel dabei wird tatsächlich das sein, was wir uns eben angeschaut haben, diese Fremdschlüsselgeschichte. Also sagen, was hängt mit wem zusammen? Also wenn Sie sich erinnern, im ER-Modell hat man ja immer so Kanten zwischen Sachen gezogen und meint damit im Prinzip, irgendwas hängt mit irgendwas anderem zusammen über eine gewisse Beziehung. Diesen Zusammenhang, den kriege ich jetzt über diese Fremdschlüssel hin, dass ich sage, irgendwas darf es nur geben, wenn ich dafür ein entsprechendes Tupel auf der anderen Seite finde. Und das referenziere ich über den Fremdschlüssel. Fremdschlüssel werden uns also jetzt helfen, aus einem konkreten ER-Modell Relationen zu machen. Also diese Tabellen, die ich dann tatsächlich am Ende irgendwie benutze, um Tupel zu speichern. Fangen wir mal ganz einfach an und fangen mit regulären, in Anführungsstrichen, Entity-Typen an. Also das sind jetzt nicht solche, die irgendwie schwach sind oder existenzabhängig oder so, sondern ganz normale Entity-Typen, wo jetzt nicht irgendwie was doppelt umrandet ist oder auch keine Ist-Beziehung, sondern wir meinen die, die so quasi Top-Level-Entity-Typen sind. So ein Entity-Typ im ER-Modell sieht ja im Prinzip so aus, dass ich so eine rechteckige Box habe, einen Namen dafür, irgendeine Bezeichnung und dann habe ich Attribute dranhängen, vielleicht n verschiedene. Und die Entsprechung im relationalen Modell ist nicht besonders komplex. Es wird jetzt ein Relationsschema geben, das nenne ich am besten auch E, sodass man sieht, es gehört zusammen. Und da sammle ich einfach die Attribute auf, die behalte ich wahrscheinlich auch von ihrem Namen her so, und führe gegebenenfalls noch, falls ich das nicht im ER-Modell schon gemacht habe, so einen künstlichen Schlüssel ein, so eine künstliche ID, indem ich Dinge durchzähle oder beispielsweise bei Büchern irgendwie, die in der Bibliothek abgelegt sind, eine Signatur einfüge. Das ist im Prinzip ja auch sowas wie durchzählen. Also entweder habe ich im ER-Modell schon so eine Art künstlichen Schlüssel mir ausgedacht, mit dazu geschrieben. Wenn ich das nicht gemacht habe, mache ich es jetzt wahrscheinlich spätestens jetzt, weil es meistens günstig ist, nicht zu viele Attribute in so einem Schlüssel zu haben. Und meistens ist es günstig, ein Schlüsselattribut nur zu haben, weil ich dann den Index ein bisschen besser bauen kann für den schnellen Zugriff über den Schlüssel. Aber im Prinzip benutze ich den Schlüssel, den ich vorher hatte, oder ich benutze jetzt diesen neuen Schlüssel, diese künstliche ID, wenn ich die nicht vorher schon hatte. Also beispielsweise eine Nummer, die ich hochzähle. Wie wird das umgesetzt? Na, also im Prinzip ordne ich dem Entity-Typen E erstmal ein Relationsschema zu, ein neues, und die Attribute werden einfach Attribute in einem Relationsschema. Gegebenenfalls mit diesem einen neuen ID als Primärschlüssel. Entweder benutze ich den Primärschlüssel von vorher, wenn der nicht zu groß ist, ist das meistens auch okay, oder ich benutze halt so einen neuen ID-Wert, den ich einfach künstlich vergebe. Beispielsweise am Ende dann vom System vergeben lasse, indem ich irgendwas hashe oder so mit genügend
guter Hash-Funktion, die wenig Kollisionen hervorruft oder so. Der ursprüngliche Schlüssel, falls ich eine neue ID vergebe, es bleibt natürlich auch Schlüssel, aber ist eben nicht der ausgezeichnete Primärschlüssel. Sie erinnern sich, so ein Entity-Typ oder auch eine Relation kann mehrere Schlüssel haben, mehrere verschiedene, die können auch verschiedene Attribute haben. Ich zeichne aber einen als Primärschlüssel aus. Das ist die Schlüsselintegrität im relationalen Modell, dass ich sage, was ist der Primärschlüssel, über den ich dann eigentlich einen möglichst schnellen Zugriff auf die Tupel haben kann. Aber die anderen Schlüssel, die gibt es natürlich weiter, ich zeichne sie halt nur nicht als Primärschlüssel aus. Also Primärschlüssel gibt es nur einen, Schlüssel kann es viele geben. Sobald ich irgendwie so einen künstlichen einfüge, gibt es den alten eben auch noch. Okay, als drittes sage ich noch, was ist der Primärschlüssel? Das mache ich hier durch Unterstreichen. Also entweder unterstreiche ich nur dieses eine neue ID-Attribut oder eben die drei oder vier Attribute, die vorher den Primärschlüssel schon gebildet hatten. Wenn man sich das Ganze optisch vorstellt, also aus diesem Entity in dem ER-Modell wird jetzt hier eine Tabelle. Wir haben immer diese intuitive Tabellensicht, also ich schreibe jetzt entweder sowas hin wie dieses Relationenschema, meine damit aber auch im Prinzip immer diese Tabelle hier. Ich habe dieselben Attribute, die benenne ich wahrscheinlich auch nicht um. Und das, was hier angedeutet ist, das ist quasi in einem Zustand, der zu dem Entity-Typ passt, im ER-Modell, also diese grünen Ausprägungen, dass es da auch nur genau diese grünen Ausprägungen dann im entsprechenden Zustand des relationalen Modells gibt. Also es soll jetzt nichts Neues geben, wollen wir damit sagen. Das stelle ich ja sicher, indem ich entweder den Schlüssel übernehme oder eben eine neue ID einfüge. Den Schlüssel selbst in der Tabelle hier oben unterstreiche ich nicht. Das sieht dann mal so ein bisschen komisch aus. Sieht so aus, als hätte man irgendwie zwei oder drei Zwischenzeilen oder sowas eingefügt. Aber wenn man das Schema so hinschreibt, kann man noch tatsächlich noch unterstreichen. In der Tabelle, wenn Sie es quasi per Hand hinschreiben, können Sie es auch mal noch unterstreichen. Da kriegt man es ein bisschen schöner hin, als wenn man das jetzt hier so zeichnen würde. Aber im Prinzip, der Zustand des Entity-Typs zu einem beliebigen Zeitpunkt soll zu genau demselben Zeitpunkt dann dem Zustand im relationalen Modell entsprechen. Das, was in der Tabelle steht, soll dasselbe sein, was ich hier im Zustand für den Entity-Typ sehe. Das soll dieses Grüne hier andeuten. Also nichts Neues dazugekommen, nichts verloren gegangen, ganz grob. Das war leicht. Regulär, wie gesagt, wir haben jetzt hier noch nicht abhängige oder schwache Entity-Typen oder diese Spezialisierung, also diese Ist-Beziehung oder sowas gemacht, sondern es waren jetzt erstmal welche, die nicht schwach sind oder die irgendwie Ist von irgendwas anderem sind. Die haben wir noch nicht modelliert oder umgesetzt, müssen wir später nochmal dazu kommen. Die Tupel, die ich in der Relation sehe, sind also genau die Instanzen, die ich vorher im relationalen, im ER-Modell mitgedacht hätte, wenn ich den gleichen Zeitpunkt zugrunde lege. Es soll also quasi sich nichts ändern. Das war diese grüne Geschichte. Was passiert jetzt mit Beziehungstypen? Mal überlegen, was ist jetzt eigentlich mit schwachen und mit Ist-Entitäten? Das sind im Prinzip auch Beziehungstypen. Deswegen behandeln wir die da gleich mit. Also jetzt haben wir gesehen, was wir aus Entity-Typen machen. Als nächstes fragen wir uns, was machen wir denn mit Beziehungstypen? Beziehungstypen können jetzt dazu führen, dass ich manche von diesen Entity-Relationen doch wieder wegschmeiße. Kommen wir so im Verlauf der nächsten Folien dann dazu. Ich könnte jetzt einen Beziehungstyp auch einfach direkt in ein adäquates Schema passen, also indem ich sage, ich habe jetzt eine Relation, die heißt so wie der Beziehungstyp, die Attribute sind dieselben und ich muss jetzt noch überlegen, wie benutze ich die beiden Entitäten zum Beispiel, wenn ich einen binären Beziehungstyp habe, wie benutze ich die beiden Entitäten, um sozusagen über die Schlüssel zu sagen, welche zwei sind denn da jetzt im Zusammenhang. Oder man macht so eine Art Cross-Referenz, da gehe ich nämlich direkt über die Schlüssel und über so eine Fremdschlüsselbeziehung. Das ist die kanonische Umsetzung, die wir jetzt hier in der Vorlesung anschauen werden. Das führt manchmal dazu, dass ich auch Relationsschemata noch zusammenfasse, um zu sagen, bestimmte Sachen muss ich nicht dreimal irgendwo abspeichern. Ich kann es auch einfach in ein größeres Schema packen und dann habe ich weniger Tabellen. Wir werden die Fälle so ein bisschen der Reihe nach abarbeiten, von einfacher zu schwieriger wahrscheinlich. Also sowas wie 1-zu-n-Beziehung nach diesem Kardinalitätsformalismus 1, nicht min-max, sondern 1-zu-n, als erstes uns anschauen, dann 1-zu-1 anschauen, dann wechseln wir mal auf diese min-max und sagen, wie sieht es denn bei 0, 1 oder 1, 1 aus, als konkreteren Sachen, bei denen ich vielleicht was beachten muss, und dann schauen wir uns noch die existenzabhängigen Entity-Typen an und die Ist-Beziehungstypen. Also existenzabhängig ist im Prinzip auch eine Art Beziehungstyp, deswegen frühstücken wir das hier mit drunter ab. Gehen wir der Reihe nach so ein bisschen durch. Als erstes wollen wir noch fragen, was wollen wir denn sicherstellen beim Umsetzen von ER-Modell in das relationale Modell? Im Prinzip wollen wir eine
in der Literatur heißt das Kapazitätserhaltung sicherstellen. Das, was ich an möglichen Zuständen im R-Modell hatte, möchte ich jetzt auch im relationalen Modell an möglichen Zuständen haben. Nichts mehr und nichts weniger. Also ich möchte genau das, was ich im R-Modell hätte als Zustand erhalten können, zum konkreten Zeitpunkt X, auch als Zustand im relationalen Modell erhalten können. Es soll nicht so sein, dass ich im R-Modell einen Zustand hätte generieren können, den ich dann jetzt in den Relationen nicht sehe, und es soll auch nicht so sein, dass ich in den Relationen irgendwas hinkriege, was ich im R-Modell nicht hinbekommen hätte. Also es soll so eine 1:1 Kapazitätserhaltung geben. 1:1 erinnert sich hoffentlich so ein bisschen an das Schlagwort bijektive Abbildung, also von auf und nichts gibt's, was nicht teilnimmt. Also sagen wir, eine Abbildung von ER-Modell, also von Zuständen im ER-Modell auf Instanzen im relationalen Modell. Wenn die bijektiv ist, dann nenne ich die Transformation, also aus dem R-Modell das Relationale zu machen, dann ist das kapazitätserhaltend. Kapazitätserhaltend in dem Sinne, es gibt nichts, was neu dazukommen könnte, und es gibt nichts, was plötzlich nicht mehr geht. Also die Kapazität, die Ausdrucksstärke bleibt dieselbe. Das möchten wir hinkriegen, dass das, was wir ER-mäßig modelliert haben, jetzt im relationalen Modell 1:1 umgesetzt wird. Als Wort in Lehrbüchern oder so findet man dazu dieses Kapazitätserhaltende. Gehen wir der Reihe nach so ein bisschen durch. Also jetzt sind wir bei Beziehungstypen. Beziehungstypen sehen immer irgendwie so aus, dass ich mindestens zwei Entity-Typen habe. Könnte auch derselbe sein bei reflexiven Sachen. Gehen wir erstmal davon aus, dass es zwei unterschiedliche sind. Ich habe also einen Entity-Typ 1 und einen Entity-Typ 2. Beim ersten heißen die Attribute irgendwie alle A, beim zweiten alle B. Und irgendwie wird jetzt wahrscheinlich so ein Schema draus, wo erst alle A-Attribute kommen. Wo das A-Attribut hier, das ist der ausgezeichnete Schlüssel, ist unterstrichen. Das B-Attribut hier ist der ausgezeichnete Primärschlüssel, ist unterstrichen. Wo ich die beiden einfach zusammenpacke und sage, für den Beziehungstyp. Ich habe ja als erstes Entity-Typen in Relationen übersetzt. Also gibt es jetzt schon eine Relation in meinem Datenbankschema, eine Relation für E1, und es gibt eine Relation für E2. Jetzt möchte ich noch irgendwie sagen, welche Instanzen von E1 mit welchen Instanzen von E2 in diesem Beziehungstyp stehen. Jetzt möchte ich aber nicht diese ganzen Attribute nochmal wiederholen, sondern ich sage einfach, ich benutze diese Schlüssel, quasi fremdschlüssel. Ich mache eine neue Relation für diesen Beziehungstyp R. Da stehen erstmal nur zwei Attribute drin, der Schlüssel von dem einen und der Schlüssel von dem anderen. Davon ausgehend, dass es nur ein Schlüsselattribut gibt. Wenn es mehrere sind, müsste ich halt mehrere nehmen. Und die Frage ist aber, wenn das jetzt da oben eine 1:1 Beziehung wäre, also x und y die Kardinalitäten bei der 1:1 sind, was muss ich denn als Schlüssel für das Schema R wählen? Muss man überlegen, dann könnte jetzt sein, dass ich A nehme oder ich nehme B oder ich nehme A und B zusammen. Keinen zu nehmen ist nicht gut, dann habe ich die Schlüsselintegrität verletzt. Also ich muss einen Primärschlüssel auszeichnen und die Frage ist, welchen nehme ich denn, wenn da oben statt X und Y 1:1 stehen würde. Gucken wir uns mal was passieren würde. Also Variante 1, ich nehme einfach mal A als Schlüssel für das Relationsschema R. Also nochmal als Erinnerung, es gibt jetzt nur ein Schema, da gibt es diese zwei Attribute hier. Die anderen, die brauche ich nicht, die habe ich schon in den Schemata, die zu den Entity-Typen passen. Bei der Übersetzung, ich habe erstmal alle Entity-Typen in Relationsschema gegossen, jetzt fange ich an, die Beziehungstypen durchzugehen beim Übersetzen vom ER ins relationale Modell. Also die Entity-Typen habe ich schon. Brauche jetzt also nur die Schlüsselattribute, sind in dem Fall hier zwei binär. Vereinfachend habe ich für jeden ein Primärschlüsselattribut. Nehmen wir an, wir nehmen den Schlüssel in A, also von A als Schlüssel für das Schema R. Was könnte passieren? Naja, die möglichen Relationen, die ich jetzt habe, ist sowas wie, also konkrete Zustände. Für R1 könnte es sowas geben wie A1 und B1 zusammen und A2 und B2 zusammen. Okay, erstmal okay, deswegen grün. Ich könnte aber auch sowas haben wie A1 und B1 und A2 und B1. Warum ist das hier rot? Fällt jemandem was auf? Rot bedeutet sowas wie eigentlich nicht. Warum soll das hier nicht gehen? Also das Grüne hier ist okay und das Rote hier ist nicht okay. Können Sie mir sagen, warum? Ja? Genau, es soll ja 1:1 sein und hier unten taucht das B1 hier auf und hier 1. Warum kann das passieren? Weil ich gesagt habe, ich habe nur den Schlüssel A. A ist hier immer noch, also hier habe ich A1, hier habe ich A2, hier habe ich A1, hier habe ich A2, passt eigentlich. Aber eigentlich habe ich jetzt verloren. Frage? Die kleinen
Also sie beziehen sich schon auf, die Kleinbuchstaben war die Frage, beziehen sich auf das hier oben? Ja, in gewisser Weise schon. Das sollen jetzt konkrete Attributwerte sein. Also A1 ist ein Attributwert für das A-Attribut, B1 ist ein Attributwert für das B-Attribut. Ich habe ja jetzt in den Relationen, in dem RR habe ich ja jetzt A und B als zwei Attribute. Kleine A's sollen konkrete Werte, Attributausprägungen für das A-Attribut sein, kleine B's für das B-Attribut, ja. Ob es Attribute von Attributen sind? Nee, was meinen Sie da? So was? Bei dem RR-Modell ist nicht ganz klar, dass diese Großbuchstaben A und B Attribute von dem Entity sind. Ja. Wenn Sie sagen, dass diese A, B, die ich jetzt in dem Relationsschema in diesen geschweiften Klammern geschrieben habe, dort wieder eigene Unterwerte haben, diese kleinen geschriebenen Buchstaben, dann sind es ja Attribute von Attributen. Nee, Attribute von Attributen gibt es erstmal nicht. Also es gibt Wertebereiche oder so für Attribute. Das A hier, ups, sorry, soll dasselbe A sein wie das A hier. Also im Entity-Relationship-Modell habe ich ein Attribut, das habe ich A genannt. Sowas wie, keine Ahnung, wenn das Personen sind, Personalausweisnummer. Und dann nenne ich das natürlich hier unten auch noch Personalausweisnummer. Das hier ist, keine Ahnung, machen wir es mit dem Kundending wieder. Angenommen, jeder Kunde darf bei mir nur ein was bestellen. Dann könnte das hier eine Kundennummer sein, das hier könnte eine Bestellnummer sein. Jeder Kunde darf bei mir nur einmal bestellen, weil ich irgendwie so ein tolles Produkt habe, dass es in größeren Mengen dazu führen würde, dass ich nicht mehr liefern kann oder so. Dann weiß ich zu jeder Bestellnummer, wer ist der Kunde, und zu jeder Kundennummer weiß ich genau die eine Bestellung. Jetzt habe ich, wenn ich das übersetze ins relationale Modell, natürlich dieselben Attribute. Ich sage, Kundennummer ist Schlüssel für Kunde, Bestellnummer ist Schlüssel für die Bestellung, übernehme ich. Jetzt habe ich hier eine konkrete Kundennummer, 4711, eine konkrete Bestellnummer 0815. Hier habe ich eine andere Kundennummer, 3942. Und hier habe ich eine andere Bestellnummer, 397 oder so. Also das hier sind konkrete Werte, Attributwerte. Und das hier sind Attributbezeichner. Große Buchstaben sind Attributbezeichner hier, großes A und großes B. Kleine A's und B's sind konkrete Werte. In dem Sinne hier abstrakt, weil ich jetzt nicht gesagt habe, was es sein soll. Aber Sie könnten sich vorstellen, es sind Kundennummern und Bestellnummern oder sowas. Und jetzt kann ich plötzlich hier, wie schon richtig gesagt wurde, ich kann Zustände erzeugen wie diesen hier, wie diesen grünen, für diese Relation R kann ich jetzt ein Tupel A1B1 und ein Tupel A2B2 haben, was vollkommen okay ist. 1 zu 1 ist nicht verletzt. Ich kann aber, wenn ich sage, A ist der Schlüssel für R, auch sowas haben wie A1B1 und A2B1. A ist immer noch Schlüssel, die beiden Tupel hier unterscheiden sich im Schlüssel. Aber das hier hinten ist derselbe Wert, B1, und der war vorher aber eigentlich hier im R-Modell auch eindeutig. Ist er jetzt plötzlich nicht mehr. Also das war nicht kapazitätserhalten, sondern man würde hier sagen kapazitätserhöhend. Ich kann jetzt plötzlich im relationalen Modell Zustände erzeugen, die ich im Entity-Relationship-Modell nicht hätte erzeugen können. Ich habe jetzt verloren, dass das 1 zu 1 ist, wenn ich nur A als Schlüssel nehme. Gleichzeitig, wenn ich A und B zusammen als Schlüssel nehme, ist auch nicht so geschickt, weil ich dann ja irgendwie verliere, dass es auch was geben kann. Ach nee, bei 1 zu 1 muss jedes mit jedem in Beziehung stehen. Müssen wir kurz drüber nachdenken. Wenn ich beide zusammen als Schlüssel nehme, könnte das hier auch, also angenommen, ich nehme nur A als Schlüssel, haben wir gesehen, Kapazität ist erhöht. Angenommen, ich nehme beide zusammen als Schlüssel, A und B zusammen ist der Schlüssel, dann kann genau dasselbe hier auch passieren. Ist ja immer noch eindeutig, A1, B1 ist was anderes als A2, B1. Aber es ist nicht das, was ich eigentlich mit 1 zu 1 gemeint habe. Also auch A und B zusammen als Schlüssel zu nehmen, ist kein Ausweg aus dieser Situation hier. Frage? Nee, nochmal neu. Also das, wovon ich ausgehe, also Sie sagen, es würde funktionieren, A und B zusammen als Schlüssel zu nehmen. Ich sage, nein, geht nicht. Das, was ich möchte, ist ja, dass diese 1-zu-1-Beziehung von hier oben, dass die funktioniert. Wenn ich nur A als Schlüssel nehme, funktioniert sie nicht, haben wir gerade gesehen. Also dann kann ich das hier hinkriegen, was dem 1-Ding bei dem Entity-Typ 2 widerspricht. Wenn ich A und B zusammen als Schlüssel nehme, kann genau dasselbe passieren. A1, B1 ist was anderes als A2, B1. Ich habe aber wieder verloren, also verloren in dem Sinne, die Kapazität erhöht, weil ich plötzlich B1 nicht mehr eindeutig habe.
Was ist ein möglicher Ausweg? Das muss ja irgendwie gehen. Kann ja nicht sein, dass wir hier schon beim ersten ganz einfachen Ding scheitern. Der mögliche Ausweg ist nicht zu sagen, A und B zusammen sind Schlüssel, sondern A ist ein Schlüssel und B ist ein Schlüssel. Ich muss jetzt einen als Primärschlüssel auszeichnen, aber ich sage, den zweiten gibt es auch noch als Schlüssel. Also nicht beide zusammen, sondern A ist Schlüssel und B ist Schlüssel. Jeweils allein. Also ich habe zwei Schlüssel. Was passieren kann, ist jetzt das Folgende. Einen davon zeichne ich wieder als Primärschlüssel aus, A beispielsweise. Was passieren kann, ist jetzt das hier, aber das hier drüben kann nicht mehr passieren, weil ich ja verlange, dass auch B als Attribut, als Großbuchstabe ein Schlüssel ist, dann kann das hier nicht mehr B1 hier und B1 hier geben. Ich habe dem System jetzt mitgeteilt, Achtung, es gibt nicht nur einen Primärschlüssel, sondern es gibt auch noch B als Schlüssel. B ist auch Schlüssel, aber eben allein und nicht mit A zusammen. Also muss man ein bisschen aufpassen, bei 1:1 muss man sagen, ja, ich setze es in ein Relationsschema um, wo ich nur die Schlüsselattribute drin habe, aber ich muss sagen, jedes allein ist auch noch weiter Schlüssel für die Relation R. Nur dann kann ich kapazitätserhaltend bleiben. Und es kann jetzt nicht passieren, dass ich im relationalen Modell plötzlich Tupel erzeugen kann, die ich im R-Modell nicht hätte erzeugen können. Okay, puh. Naja, 1:1 ist vielleicht nicht das Einfachste gewesen. Also in der Regel zeichne ich ein Ding als Primärschlüssel aus, aber andere Schlüssel kann es trotzdem noch geben und manchmal ist es wichtig zu sagen, was auch noch Schlüssel ist, so wie hier gesehen bei diesem 1:1. Und dann kann ich nämlich sagen, auch da müssen sich je zwei Tupel unterscheiden in ihren Attributausprägungen. Und das kriege ich nur hin, wenn ich sage, B ist auch Schlüssel. Das ist nicht der Primärschlüssel, aber es ist auch Schlüssel. System, achte bitte drauf, dass B auch Schlüssel ist. Okay, gucken wir uns nochmal an, was passieren könnte, wenn ich hier nicht eine 1:1, sondern eine N:M zum Beispiel habe. Also selbe Situation. Ich habe zwei Entity-Typen im R-Modell, E1 und E2, und irgendwie haben die eine binäre Beziehung zwischen sich. Ich weiß, A ist Schlüsselattribut für E1 und B ist Schlüsselattribut für E2. Ich werde das wieder so umsetzen wollen, dass ich sage, ich mache eine Relation draus mit den beiden Attributen A und B. Aber was ist jetzt der Schlüssel? Eben bei 1:1 musste ich sagen, jedes einzelne bleibt Schlüssel und einen davon zeichne ich als Primärschlüssel aus, was nicht bedeutet, dass der andere nicht als Schlüssel mit überprüft werden muss. Ich sage dem System im relationalen Modell also, A alleine war Schlüssel und B alleine ist auch Schlüssel. Bitte achte drauf, dass das immer passt. Schlüsselintegrität. Wie ist es jetzt bei N:M? Also wenn da oben nicht X und Y steht, sondern N und M. Also beliebig sozusagen. Also N und M hingeschrieben. Was könnte passieren? Variante 1 könnte ja sein, ich nehme die zwei zusammen. Also ich möchte die beiden Attribute wieder zusammen zu einer Relation fassen und sage, Schlüssel ist A. Mögliche Relationen, die jetzt passieren könnten, sind also sowas wie ein Tupel A1B1, ein Tupel A2B1, ist jetzt hier erstmal okay, ist ja N:M. Was jetzt plötzlich nicht mehr geht, ist A1B1, hier habe ich Dreck auf dem Display, A1B2 und A2B2. Warum geht das nicht? Weil ich gesagt habe, A ist Schlüssel, hier habe ich A1 und hier habe ich A1. Das kann ich jetzt plötzlich gar nicht mehr als Zustand in meiner Datenbank, also in der Relation R, gar nicht mehr erzeugen. Ist ein bisschen unangenehm. Weil eigentlich hier oben ist es erlaubt. N:M bedeutet, jeder kann mit beliebig vielen anderen und umgedreht. Also das hier wäre jetzt nicht kapazitätserhaltend, sondern kapazitätsvermindernd, wenn ich den Schlüssel A wähle. Weil ich dann gesagt habe, das hier darf nicht passieren. A1 darf nicht gleichzeitig mit B1 und mit B2 im Zusammenhang stehen. Darf es aber nach R-Modell. Hat also nicht funktioniert. Wie könnte man es hinkriegen? Ich sage, es gibt hier in dem Fall jetzt beide zusammen als Schlüssel. Wenn ich beide zusammen als Schlüssel fasse, habe ich genau die Situation nicht mehr, die eben schlecht war. Also ich kann jetzt auch wieder A1B1 und A1B2 als Tupelausprägung haben. Und auch A2B2 und auch A2A1 noch. Weil ich N:M jetzt dadurch abgebildet habe, dass ich sage, beide zusammen werden Schlüssel. Eben bei 1:1 habe ich gesagt, jeder alleine bleibt Schlüssel. Jetzt sage ich, beide zusammen sind Schlüssel. Damit habe ich N:M kapazitätserhaltend umgesetzt. Das ist also wichtig, wenn ich sage, aus dem R-Modell, da habe ich den Beziehungstyp, möchte ich jetzt eine Relation machen. Es ist wichtig, dass ich einmal auf die Kardinalität gucke. Deswegen war es auch wichtig, beim R-Modellieren immer diese Kardinalitäten mitzudenken. Wenn ich nichts hingeschrieben habe, meine ich ja im Prinzip N:M. N:M setze ich jetzt so um, dass ich sage, beide Schlüsselattribute kommen in die Relation und für die Relation, die ich jetzt neu erzeugt habe, ist
die Kombination von beiden Attributen, der neue Primärschlüssel. Dann kann ich das Kapazitätsverhalten N zu M modellieren. Ja, dann gibt es jetzt also, dadurch, dass ich beide zusammengewählt habe, immer eindeutig, jedes Tupel ist jetzt eindeutig über die Kombination der Werte ausgeprägt und deswegen kann ich die Schlüsselintegrität jetzt wieder genau 1 zu 1 umsetzen. Wie sieht es aus, wenn ich nicht binäre Beziehungstypen habe, sondern Beziehungstypen, die MR sind, also beliebig viele Entity-Typen dranhängen. Ich habe es aber in dem Sinne noch regulär, dass es jetzt nicht so eine Ist-Beziehung ist oder sowas, sondern einfach eine normale Relationship aus dem R-Modell, an der können auch Attribute hängen. Das sind jetzt Attribute, die von der Relation oder an der Relation hängen. Und man würde wieder so ähnlich vorgehen und sagen, okay, ich möchte irgendwie ein Relationsschema draus machen. Von diesen Entity-Typen, die an der Relation beteiligt sind, habe ich wahrscheinlich sowas wie jetzt diese künstlichen IDs mich wahrscheinlich für entschieden beim Umsetzen spätestens. Gehen wir mal davon aus, dass wir das gemacht haben. Oder ich habe für jeden Entity-Typ so diesen Primärschlüssel Kappa 1, der vielleicht irgendeine Attributkombination ist. Meistens geht man dazu über, einfach so eine künstlichen IDs zu übersetzen. Ich mache ein Schema auf, in dem sammle ich die ganzen Schlüssel von den einzelnen Entities, die beteiligt sind, auf und hinten dran hänge ich die Attribute von dem Beziehungstyp. Nicht die Attribute von den Entity-Typen, sondern nur die Attribute vom Beziehungstyp. Von den Entity-Typen nehme ich nur die Schlüssel hier mit in die Liste auf. Also idealerweise wahrscheinlich von jedem eins, so eine künstliche ID. Manchmal könnte es aber auch irgendwie so was sein, dass es eine Zweier-Attributkombination ist. Dann ist das halt der Primärschlüssel, den ich für diese Relationen schon ausgezeichnet habe, als ich die Entity-Typen einfach eins nach dem anderen in eine Relation übersetzt habe. Also wir sind immer noch davon ausgegangen, dass ich zuerst die Entity-Typen alle in Relation übersetzt habe und gehen jetzt so der Reihe nach die ganzen Beziehungen durch, die ich noch im R-Modell habe. Entity-Typen gibt es schon, dafür habe ich wahrscheinlich eine ID. Die IDs packe ich zusammen, hängen noch hinten die Attribute von dem Beziehungstyp dran und das ist quasi das Relationsschema. Okay, klingt erstmal nicht schlecht. Jetzt müssen wir uns noch fragen, was passiert jetzt hier als Referenz oder wenn man dieses kanonische Umsetzen macht. Ich mache also aus dem Beziehungstyp direkt ein Relationsschema, die Attribute packe ich mit dran. Wahrscheinlich ändere ich die Bezeichnung normalerweise auch nicht, hat sich ja irgendjemand mal was bei gedacht, beim Konsolidieren spätestens von dem R-Modell. Sie erinnern sich, werden in dem R-Modell irgendwann dann gesagt, die Bezeichner sollten möglichst eindeutig sein und so weiter. Das habe ich am Ende sichergestellt. Das heißt, die Bezeichner sind jetzt eigentlich gut, die benutze ich jetzt als Bezeichner auch im Relationenschema. Die Attribute der Schlüssel von den beteiligten Entity-Typen werden auch Attribute von dem neuen Schema. Gegebenenfalls sind das nur die IDs, wenn es nicht nur IDs sind, dann nehme ich also die Attributkombinationen, die in diesen Primärschlüsseln der einzelnen beteiligten Entity-Typen dabei sind, also diese Kappas. Und jetzt muss ich irgendwie fragen, was wird denn jetzt der Schlüssel für diese Relation R, die neue, die ich habe? Und es ist auf jeden Fall mal mindestens eine Teilmenge der Vereinigungsmenge der Kappas. Also die ganzen Schlüssel von den Entity-Typen zusammen sind auf jeden Fall schon mal ein Kandidat. Aber es könnte auch sein, dass ich davon noch was weglassen kann. Und das hängt jetzt so ein bisschen davon ab, was für ein Beziehungstyp ich hier eigentlich, also was für eine Kardinalität an dem Beziehungstyp eigentlich dransteht. Also ein Kandidat ist erstmal zu sagen, so wie eben, irgendwie muss es ein Teil von den Schlüsseln sein der beteiligten Entitäten. Sie erinnern sich, bei 1 zu 1 habe ich gesagt, jeder einzelne bleibt Schlüssel, ich kombiniere die nicht. Bei N zu M hatten wir gesagt, Kapazitätserhalten geht nur, wenn ich die Schlüssel zusammen als neuen Primärschlüssel auszeichne. Und auch hier wird es so sein, dass es irgendwie so ein Ding dazwischen sein wird, je nachdem, was für Kardinalitäten an diesem Beziehungstyp drinstehen. Gucken wir es uns also nochmal so ein bisschen optisch an, was passiert. Na, wir hatten also die Entity-Typen schon in Relationen übersetzt, also so Tabellen. Das Grüne hier sollen diese Primärschlüssel sein, könnte also mehr als ein Attribut sein, könnte aber auch nur eins sein, wenn ich eine ID dafür vergeben habe. Für diese Relation R, also die hier oben in dem Entity-Relationship-Modell, für diese Relation füge ich eine neue Relation ein.
Ich schreibe die ganzen Schlüssel hintereinander weg von den beteiligten Entities und dann die Attribute des Beziehungstyps. Jetzt muss ich mich entscheiden für diese Tabelle hier, für diese Relation, was wird der Schlüssel? Es wird auf jeden Fall Educated Guess irgendwie ein Teil von diesen Schlüsseln sein, die daran beteiligt sind. Aber welcher Teil hängt jetzt wieder davon ab, was da konkret für Kardinalitäten dran standen? Warum haben wir hier regulärer Beziehungstyp erstmal gesagt? Wir haben wieder die schwachen Entity-Typen nicht mit dabei, die kommen am Ende nochmal separat, und die Ist-Beziehungstypen, die kommen am Ende auch nochmal separat. Also die haben wir hier noch nicht mit dabei, sondern das sind die normalen Beziehungstypen, bei denen auch Kardinalitäten dran standen. Die Frage, was jetzt Schlüssel wird, das kann man nicht so ganz allgemein beantworten, so wie eben, hängt halt von der Kardinalität ab. Angenommen, man hat sowas wie eine XYZ-Relation, wobei das irgendwie 1NM sein könnten, also irgendwie könnte eine 1 irgendwo dran stehen. Sorry. Es könnten aber auch alles Ns und Ms sein, also jeder kann mit beliebig vielen von den anderen zusammenhängen. Dann kommt es so ein bisschen drauf an. Falls es irgendwie so ist, dass es keine funktionale Beziehung gibt, also keine 1 steht irgendwo dabei. Sie erinnern sich noch, funktional hat man gesagt, wenn da irgendwo eine 1 dabei steht, bei mehreren an einer mehr als binären Beziehungstyp, beteiligten Entity-Typen, bei mehreren Entity-Typen irgendwo steht eine 1 dran, dann ist das Ding eindeutig. Also dann stimmt die Kombination der anderen Entities, welche ich da konkret, welche Instanzen in dieser Beziehung stehen, bestimmt dann immer, welche Instanz bei dieser 1 dann gemeint ist. Dann könnte ich überlegen, ob ich da nur eine Teilmenge der Schlüssel nehme. Wenn ich nichts weiß, dann muss ich immer alle zusammen erstmal nehmen. Also wenn es einen funktionalen Zusammenhang gibt, dann brauche ich die Vereinigungsmenge der Entity-Typen, die nicht die 1 haben. Also angenommen, ich habe sowas Ternäres, N, M und 1. Dann brauche ich die Vereinigungsmenge. Wenn ich überall nur Ns und Ms dran stehen habe, dann kann ich es beliebig machen. Also wir könnten überlegen, sehen Sie irgendwo ein Stück Kreide, was größer ist als das, was hier liegt? Damit kann ich gut schreiben. Hier ist eins. Wir könnten überlegen, das mal kurz an einem Beispiel zu machen. So, was hat man als klassisches 1 zu irgendwas? Wir hatten, glaube ich, sowas wie Professoren, die Studierende zu Vorlesungen prüfen oder Veranstaltungen. Ich habe erstmal prüft dazwischen. Also als Beziehungstyp, Student. Und aus irgendeinem Grund hat man es im R-Modell so modelliert, vielleicht, dass hier noch die Vorlesung als konkreter Entity-Typ dranhängt. Und jetzt hatten wir es, glaube ich, üblicherweise so, dass hier sowas steht wie N, M, 1 oder so. Ne? Also wir hatten jetzt so einen funktionalen Zusammenhang. Wenn ich Student und Vorlesung weiß, dann weiß ich, wer ist der Professor, weil der dann eindeutig ist. Also sowas wie Student und Vorlesung zusammen bestimmen mir eindeutig den Prüfer oder Professor. Wenn ich das hier weiß und sage, ich will jetzt dieses prüft irgendwie als Relationsschema haben, dann weiß ich irgendwie, habe ich hier vielleicht eine Personalnummer. Als Schlüssel gehabt. Hier habe ich vielleicht Matrikelnummer. Als Schlüssel und hier irgendwie Veranstaltungsnummer. Ich bin besonders kreativ heute. Jetzt frage ich mich, in dieser Relation prüft, also nehmen wir das mal hier, prüft, wenn ich mir das Schema anschaue, da weiß ich auf jeden Fall, gibt es sowas wie Personalnummer. Vielleicht hängt hier noch sowas wie eine Note dran als Attribut, damit es ein bisschen spannender wird. Ich habe Personalnummer als eine Spalte, ich habe
die Matrikelnummer als eine Spalte, ich habe die Veranstaltungsnummer als eine Spalte und ich habe vielleicht die Note als eine Spalte. Also das soll die Relation jetzt sein und jetzt frage ich mich, was ist in der Relation guter Kandidat für einen Schlüssel? Wenn ich weiß, dass hier 1 zu n zu m dran steht, also ein funktionaler Zusammenhang derart Student und Vorlesung zusammen bestimmen Professor, dann weiß ich, ich brauche die Personalnummer von dem Professor nicht mit dem Schlüssel. Jedes Tupel, was ich hier eintragen werde, ist eindeutig durch Matrikelnummer und Veranstaltungsnummer schon gekennzeichnet. Ich brauche das nicht mit als Schlüssel. Also ich kann den Schlüssel kleiner machen. Ich kann also sagen, von der Kandidatenmenge, das war erstmal die Fremdschlüssel zusammen alle, von der Kandidatenmenge kann ich den weglassen, der funktional von diesen beiden hier abhängt. Weil wenn ich die zwei kenne, weiß ich auch, wer das hier ist. Dann muss ich das nicht noch mit in den Schlüssel aufnehmen. Schlüssel soll ja minimal sein. Also wenn ich so einen funktionalen Zusammenhang kenne für diese mehrstellige, also mehr als binär Relation, dann kann ich immer sagen, das, worauf der funktionale Zusammenhang zeigt, kann ich beim Schlüssel weglassen. Ich spare mir also Attribute. Im Prinzip soll das das sein, was hier auf der Folie gerade steht. Nochmal so mit einem Beispiel vielleicht. Also wenn ich weiß, es gibt einen funktionalen Zusammenhang, dann kann ich was über die Teilmengenbeziehung aussagen. Wenn ich nichts weiß, also wenn da jetzt nicht 1 zu irgendwas steht, sondern wenn die alle beliebig sind, dann muss ich alle zusammen als einen Schlüssel nehmen. Dann bleibt mir nichts anderes übrig. So wie bei den Binären auch, wo ich gesagt habe, wenn es n zu m ist, dann muss ich beide zusammen als Schlüssel nehmen. Wenn es 1 zu irgendwas ist, dann muss ich sagen, wer ist der Primärschlüssel, aber der andere, den brauche ich vielleicht auch noch als Schlüssel, wenn es 1 zu 1 war. Bei 1 zu n dann nicht. Okay, bei n zu m noch mal ein bisschen genauer reingeschaut. Also angenommen, wir haben jetzt 2 gehabt und wir sind bei dem Beispiel wieder, dass ich einen binären Beziehungstyp habe, 2 Entitäten dran und die Kardinalität ist n zu m. Das, was wir ja wollten, ist, ich habe hier einen Primärschlüssel von dem ersten Entity-Typ, hier den Primärschlüssel von dem zweiten in die Relation gerettet. Also das hier sind die entsprechenden Relationsschema für den ersten Entity-Typ, für den zweiten Entity-Typ. In dem Beziehungstyp packe ich die beide zusammen und sage, dahinter kommen noch die Attribute von dem Beziehungstyp. Bei n zu m hatten wir schon gesehen, ich brauche beide Schlüssel zusammen als neuen Primärschlüssel für den Beziehungstyp. Ich kann nicht einen von beiden weglassen, ich brauche beide zusammen, um dieses Kapazitätserhaltende sicherzustellen. Wenn ich nicht beides zusammengenommen habe, dann war es gegebenenfalls kapazitätsvermindernd. Also nehme ich beide zusammen, habe damit genau die Kapazitätserhöhung sichergestellt. Bei 1 zu n, wenn ich das nochmal so ein bisschen visualisieren will, gibt es so einen funktionalen Zusammenhang. Also angenommen, der ist so, dass ich von E2 auf E1 zeige, also die 1 bei der Kardinalität steht bei dem E1. Dann ist es so, dass ich die beiden Entity-Typen in Relation übersetzt habe, eine für den ersten, eine für den zweiten. Und jetzt frage ich mich, was passiert denn bei diesem Beziehungstyp, wenn ich das zusammenpacke? Also ich habe jetzt den Primärschlüssel für E1, das ist bei dem 1-Entity-Typ nennen wir Kappa 1 und für die E2, bei dem N-Entity-Typ ist es Kappa 2. Und wir wissen noch, im R-Modell gibt es quasi sowas wie für die hellgrünen, also für die aus E1, kann es mehrere geben von den dunkelgrünen. Für das dunkelgrüne gibt es aber genau 1 von den hellgrünen. Aber es gibt auch hellgrüne, die sind nicht beteiligt und es gibt auch dunkelgrüne, die sind nicht beteiligt. Wenn ich diesen 1 zu n jetzt übersetze in so ein Schema, hatten wir gesagt, im Prinzip zeichne ich als Schlüssel einen davon aus. Wenn das 1 zu 1 wäre, muss ich auch sagen, der andere ist noch Schlüssel. Bei 1 zu n muss ich mir jetzt einen auswählen, dann nehme ich nämlich den von n-Entity-Typ, weil der ist, der das dann eindeutig macht. Wenn man sich das nochmal anschaut hier in dem Beispiel, es ist nicht der, der es eindeutig macht, nicht der hellgrüne, weil die Instanz hier zum Beispiel mit den 2 zusammenhängt, sondern es ist der dunkelgrüne. Jeder dunkelgrüne hängt nur mit einem hellgrün zusammen. Also ist die Idee zu sagen, wenn ich 1 zu n habe, dann nehme ich den Schlüssel als neuen Primärschlüssel für diese Beziehungsrelation, den Schlüssel von dem n-Entity-Typ, nicht von dem 1-Entity-Typ. Bei 1 zu 1 muss ich sagen, beide sind Schlüssel, aber nicht zusammen.
Bei n zu m muss ich sagen, beide zusammen sind Schlüssel. Und bei 1 zu n sage ich, der von dem n-Entity-Typ ist der Schlüssel. Das sind relativ gute Regeln, die man so der Reihe nach abarbeiten kann. Was habe ich für einen Beziehungstyp, also was für Kardinalitäten stehen dran? Dann weiß ich schon direkt, was ist der Schlüssel, wenn ich es ins relationale Schema übersetze. Und die Attribute bleiben natürlich hier hinten irgendwie erhalten. Bei 1 zu n kann man jetzt auch noch drüber nachdenken, was es noch so für Möglichkeiten gibt, um das noch ein bisschen zu verfeinern. Also vielleicht kann ich noch irgendwas zusammenfassen, um Relationen zu sparen. Vielleicht will ich nicht so viele Tabellen haben. Man kann also bei 1 zu n Beziehungstypen überlegen, ob man den Entity-Typ und die Relation zusammenfasst. Also dass ich nicht diese Situation habe, dass ich sage, ich habe noch in dem Fall hier drei verschiedene Tabellen, drei verschiedene Relationen, für den einen Entity-Typ eine, für den anderen Entity-Typ eine, für den Beziehungstyp eine. Das wäre so, dass ich immer mehr Relationen sozusagen erzeuge. Ich gehe rein nach meinem R-Modell durch, übersetze zuerst jeden Entity-Typ in eine Relation und dann jeden Beziehungstyp in eine Relation. Dann habe ich am Ende genauso viele Relationen, wie ich vorher Entity-Typen und Beziehungstypen zusammen hatte. Beim Übersetzen ins relationale Modell kann man manchmal auch überlegen, ob es Sinn macht, Tabellen zusammenzufassen. Und das erste Beispiel, wo uns das auffallen wird, ist jetzt dieses hier, wo ich sage, ich habe einen 1 zu n binären Beziehungstyp. Woran liegt es? Es liegt so ein bisschen daran, dass ich sage, der n-Entity-Typ, das wird der Schlüssel sein, den ich dann hier übernehme. Das andere ist nicht Schlüssel für diesen Beziehungstyp. Und dann könnte ich ja eigentlich die Informationen, die hier drin stehen und die Informationen, die hier in diesem schraffierten Teil sind, zusammenpacken. Dann habe ich das hell-dunkelgrüne hier nochmal vorkommt, mir quasi gespart. Das ist oft so, dass man sagt, man möchte möglichst wenig Dinge in die Datenbank legen, also möglichst wenig Speicher vielleicht auch verbrauchen. Hier brauche ich ein bisschen mehr Speicher, weil ich sage, ich habe das dunkelgrüne hier einmal und dann hier noch einmal. Könnte ich mir vielleicht sparen in dem Zusammenhang, dass es ein 1 zu n Beziehungstyp ist. Also ich könnte darüber nachdenken, ob ich beim Übersetzen, nachdem ich das Beziehungstypschema, also das Relationsschema für den Beziehungstyp gebaut habe, ob ich nicht den N-Entity-Typ dann noch mit rein integriere, beziehungsweise den Beziehungstyp in den N-Entity-Typ mit aufnehme. Wenn ich das machen will, wenn ich das zusammenfassen will, fällt diese neue Relation quasi weg. Ich habe dann genauso viele Relationen, wie ich vorher hatte für die Entity-Typen und das Relationenschema für den Beziehungstyp lasse ich dann sozusagen in den N-Entity-Typ mit aufgehen. Also die Attribute von dem Primärschlüssel von dem 1-Entity werden Attribute in dem R2, also in diesem N-Entity-Relationenschema, sind dort Fremdschlüssel. Also auch hier sind sie Fremdschlüssel. Aber wenn ich sie hier mit reinpacke, sind sie da auch Fremdschlüssel bezüglich dieses 1-Entity-Typs. Die Attribute vom Beziehungstyp nehme ich als Attribute mit in das Schema für den Entity-Typ mit auf. Und der Primärschlüssel des N-Entity-Typs, also da, wo die N-Kardinalität dran stand, das Ding ist der Primärschlüssel. Also es war Primärschlüssel für den N-Entity-Typ, das wird jetzt auch Primärschlüssel für die zusammengefasste Tabelle. Wenn man sich das also visuell nochmal vorstellt, wir hatten Variante 1, drei Relationsschemata, 1-Entity-Typ als Relationsschema, N-Entity-Typ als Relationsschema und den Beziehungstyp als Relationsschema. Oder, wenn ich es zusammenfasse, habe ich nur noch den 1-Entity-Typ als Relationsschema und diese zusammengefasste Tabelle als Schema. Die ich hier vorher hatte, fällt weg. Was handle ich mir damit so ein bisschen implizit ein? Es gibt hier undefinierte Attributwerte. 1 zu n bedeutet ja, dass es auch bei dem n-Entity-Typ Tupel geben kann, also Ausprägungen geben kann, die nicht mit irgendwas von diesem 1-Entity-Typ zusammenhängen. Wenn wir das in dem Bild nochmal hier uns vorher veranschaulichen, es gibt hier welche, die haben keine Entsprechung auf der hellgrünen Seite. Es gibt auf der hellgrünen Seite welche, die haben keine Entsprechung auf der dunkelgrünen Seite. Aber es geht jetzt konkret um die auf der dunkelgrünen Seite, die keine Entsprechung mit niemandem hier drüben zusammenhängen. Für die wird es jetzt beim Zusammenfassen passieren, dass hier Nullwerte drinstehen. Das habe ich jetzt mal mit diesem umgedrehten T-Symbol angedeutet. Also die sind nicht definiert. Da gibt es keinen Wert für. Das bedeutet, dass das hier eine Zeile ist in der Tabelle, die einem Tupel entspricht von dem N-Entity-Typ, das mit niemandem bei dem 1-Entity-Typ zusammenhängt. Also ich habe hier in der Zeile tatsächlich nur Werte für die Originalattribute von diesem Relationsschema von dem N-Entity-Typ.
Hier hinten dran, die Attribute für den Beziehungstyp sind natürlich dann auch nicht definiert. Ich hänge ja mit niemandem zusammen. Muss man überlegen, ob man das möchte. Vorteil ist, man hat weniger Relationsschemata. Nachteil ist, in dem einen Relationsschema, was ich jetzt hier erzeugt habe, kann es sein, dass es nicht definierte Werte gibt. Kommt darauf an, ob man das erlauben möchte oder nicht. Manchmal ist man in so einem Szenario, dass man sagt, ah, ich will gar nicht so viele Relationsschemata haben, dann fasse ich eher zusammen. Manchmal sagt man, ah, ich will auf keinen Fall Nullwerte in Tabellen erlauben, dann darf ich nicht zusammenfassen. Das, was für beide Arten gleichzeitig gilt, also sowohl hier als auch hier, das hellgrüne hier in dieser Nicht-Entity-1-Entity-Typ-Relation ist Fremdschlüssel. Also das ist wieder diese Fremdschlüsselbeziehung, alles das, was hier in diesem hellgrün steht, muss es auch hier in dem hellgrün geben. Es muss nicht alles das, was hier steht, auch tatsächlich hier vorkommen, aber diese Beziehung von hier unten nach hier oben, die muss gelten. Das ist wieder Fremdschlüsselreferenzielle Integrität. Hier kann ich also jetzt das erste Mal überlegen, ob ich abweiche von dem zu jedem Ding, was ich im R-Modell habe, mache ich auch ein Relationenmodell, ein Schema draus. Ich könnte bei einem 1-zu-n-Beziehungstyp sagen, ich fasse die zusammen. Also Beziehungstyp kommt mit in die Tabelle von dem n-Entity-Typ mit rein. Sorgt dann dafür, dass ich gegebenenfalls Nullwerte da habe. Was ich nicht machen darf, ist, dass ich so zusammenfasse. Dass ich sage, boah, ich hänge mal diesen Fremdschlüssel von diesem N-Entity-Typ einfach mit hier rein und hänge hier, also hinten, einfach die Attributwerte von dem Beziehungstyp mit dran. Warum darf ich das nicht machen? Naja, es ist im Prinzip, was passieren würde, ist das Folgende. Hier habe ich mir mal ein konkretes Tupel aus dieser Tabelle angeschaut. Es könnte jetzt sein, dass es hier mehrmals vorkommt. Also wenn es genau dieses ist, was hier so schraffiert ist, das hängt hier mit drei dunkelgrünen zusammen, dann habe ich jetzt plötzlich in der neuen zusammengefassten Tabelle das Ding dreimal. Die Informationen zu diesem Ding hier habe ich jetzt plötzlich verdreifacht. Das ist Redundanz, die ich nicht haben will. Also wenn ich mich entscheide, beim 1-zu-n-Beziehungstyp, beim Übersetzen ins relationale Schema, Tabellen zusammenzufassen, dann darf ich das nur mit dem n-Entity-Typ machen, nicht mit dem 1-Entity-Typ. Wenn ich es mit dem 1-Entity-Typ mache, führt es zu Redundanzen, hier so ein bisschen angedeutet durch dieses Schraffierte. Redundanzen sind IGIT, will man nicht, also ich will nicht dasselbe mehrmals speichern, führt dann immer dazu, hatten wir uns ganz am Anfang mal so ein bisschen drüber unterhalten, wenn ich jetzt hier in dem einen Tupel was ändere, dann muss ich den im Prinzip hier und hier auch nochmal ändern, das ist so nervig, das will man nicht machen. Insofern, diese Redundanz, die ist nicht erlaubt, das darf man nicht machen beim Übersetzen vom R-Modell ins relationale Modell. Grund ist Redundanz. Möchte man nicht. Wenn man irgendwie Relationen zusammenfassen will beim Übersetzen von einem 1-zu-n-Beziehungstyp, dann darf man es nur bei dem n-Entity-Typ mit dranpacken, beim 1-Entity-Typ nicht. Wichtig, merken. Unerlaubt. Also diese Nullwerte sind dieses umgedrehte T, das werden wir immer mal wieder benutzen, wird man immer mal wieder sehen. Beim Nicht-Erlaubten habe ich also Redundanzen, das will man nicht. Es ist immer schwierig, Konsistenz sicherzustellen, wenn man redundant Daten speichert, deswegen verboten. An der Stelle macht man gleich einen Riegel vor, dass man überhaupt Redundanzen erzeugen kann. Konsistent sind erstmal aber allerdings beide. Ne? Also ich habe erstmal beim Übersetzen, hätte ich erstmal beide konsistent, also aus dem, was ich im ER-Modell konnte, welche Zustände ich da erzeugen kann, dieselben Zustände kann ich auch in dem Relationenmodell erzeugen und umgedreht. In dem Sinne waren die in dem Sinne konsistent, aber das Unerlaubte ist, dass ich da Redundanzen erzeuge, deswegen macht man das nicht. Wenn man es zusammenfasst, dann höchstens mit dem Relationsschema des N-Entity-Typs. Ja, ansonsten kann man sich noch so eine Faustformel aus dem Kemper-Eigler-Buch, da steht sowas drin, kann man sich so eine Faustformel merken. Im Prinzip, wenn man was zusammenfasst, dann fasst man nur Relationen zusammen, die den gleichen Schlüssel haben. Hier beim Zusammenfassen habe ich den gleichen Schlüssel. Also dieser, gucken wir hier nochmal, das hier ist derselbe Schlüssel wie der hier. Also kann ich darüber nachdenken, ob ich die beiden Relationsschemata zusammenfasse, sie haben denselben Schlüssel. Faustformel, Kandidaten zum Zusammenfassen sind Relationen, die denselben Schlüssel haben. Diese Relation und die hier haben nicht denselben Schlüssel. Das ist zwar Fremdschlüssel, aber es ist hier in dem Relationsschema für den Beziehungstyp, ist es nicht Schlüssel. Deswegen zusammenfassen, nein, IGIT. Redundanz will man nicht.
Also wenn man sich merken will, was sind Kandidaten zum Zusammenfassen, auf die Schlüssel gucken, wenn die gleich sind, Kandidat zum Zusammenfassen. Kann trotzdem manchmal sein, dass man es nicht machen will, weil man halt zum Beispiel hier diese Nullwertproblematik ein bisschen zu eng sieht und sagt, nee, will ich auf keinen Fall. Dann hat man halt damit zu leben, dass man mehr Relationen hat. Okay. Wie sieht es bei 1:1 aus? Kann ich da gegebenenfalls was zusammenfassen? Kandidaten hätte ich ja jetzt hier erstmal vielleicht, also gleicher Schlüssel, ja, sowohl das eine als auch das andere ginge. Also 1:1 Beziehungstyp habe ich erstmal so übersetzt, ich habe einen 1-Entity-Typ 1, dafür habe ich ein Relationsschema, ich habe ein Relationsschema für den zweiten 1-Entity-Typ, die hatte ich erzeugt, als ich aus den Entity-Typen Relationen gemacht habe. Und dann hatten wir gesagt, erzeuge ich ein Relationsschema für den Beziehungstyp, in dem beide Ursprungsschlüssel Schlüssel sind. Nicht beide zusammen, aber jeder allein. Einen zeichne ich als Primärschlüssel aus, das andere ist ein alternativer Schlüssel, den teile ich dem relationalen Modell mit. Das ist auch Schlüssel. Bitte achtet darauf, dass das Schlüssel ist. Sie erinnern sich, das war dieses Kapazitätserhaltende, was wir da wollten. Wenn ich nur einen als Schlüssel benutze und den anderen nicht, dann kann ich plötzlich Tupel erzeugen, die es im R-Modell nicht gegeben hätte. Was könnten jetzt wieder Kandidaten sein? Naja, sowohl das eine als auch das andere. Ich habe hier einen Schlüssel, der hier Schlüssel ist, und ich habe hier einen Schlüssel, der hier Schlüssel ist. Wenn man nach dieser Faustformel vorgeht, Dinge zusammenfassen zu dürfen, die dieselben Schlüssel haben, dann könnte es also das sein, was ich machen darf. Ich könnte also beim Verfeinern sagen, ich nehme eine von diesen beiden Entity-Relationen und packe da noch den Beziehungstyp mit rein. Also, ich könnte mich entscheiden zu sagen, das Relationsschema für den Beziehungstyp will ich mit dem Relationsschema für diesen Entity-Typ E2 oder für den Entity-Typ E1 zusammenfassen, beides ist möglich. Was mache ich dann? Ja, die Attribute des Primärschlüssels von dem E1 werden Attribute in E2, wenn ich sage, ich packe es zu dem E2-Schema mit dazu, sind dann da Fremdschlüssel, also referenzielle Integrität, sichere ich über den Fremdschlüssel ab. Die Attribute vom 1:1 Beziehungstyp werden dann Attribute in der Tabelle hier unten, also ich will es hier unten mit dazu packen, dieses beige Zeug kommt also hier unten mit rein und der Primärschlüssel von hier unten ist dann Primärschlüssel für dieses gesamte zusammengefasste Relationsschema. Optisch, also wenn ich da wieder dafür sorgen will, dass ich das Schema nicht mehr habe, ich behalte das eine Entity-Schema, das andere packe ich weg und ich packe noch hier diese Beziehungstyp-Attribute mit rein und habe hier diesen Kappa 1 als Fremdschlüssel. Führt wieder dazu, dass ich Nullwerte haben kann. Es muss jetzt nicht mehr so sein, dass jetzt jedes Ding mit jedem in Beziehung steht, erstmal. Also es könnte sein, dass ich Nullwerte habe, aber es ist in dem Sinne erstmal eine zugelassene Zusammenfassung. Ich könnte es auch da oben mit dazu packen. Gegebenenfalls habe ich dann hier oben Nullwerte, da wo ich den Fremdschlüssel von dem Entity-Typ hier unten drin stehen habe, kann ich mich entscheiden, wo ich voraussehe, dass ich weniger Nullwerte habe. Wenn ich sage, es ist zwar 1:1, aber bei der einen Relation bin ich mir ziemlich sicher, dass 90% der Beteiligten oder der in der Relation, bei dem einen Entity-Typ bin ich mir sicher, dass im Beziehungstyp 90% der Instanzen des Entity-Typs beteiligt sind, bei dem anderen sind es nur 50%, dann führt das vielleicht dazu, dass ich den 90% damit integriere, weil ich dann weniger Nullwerte haben werde oder sowas. Könnte also so eine Grundidee sein. Aber je nachdem, wo ich dazu packe, hier unten oder hier oben, es könnte sein, dass ich Nullwerte mit Nullwerten arbeiten muss. Ich kann nicht alle drei zusammenfassen, aber ich kann immer den Beziehungstyp mit einem dieser Entity-Typen zusammenfassen. Hier habe ich freie Auswahl, es ist nicht 1:n, sondern 1:1. Nach der Faustformel, zwei Relationen könnte ich zusammenfassen, wenn sie den gleichen Schlüssel haben, könnte ich es also sowohl unten als auch oben dazu packen. Beides gleichzeitig mache ich aber auch wieder nicht, weil dann gegebenenfalls wieder Redundanzen entstehen würden. Sorry. Also beim Zusammenfassen mit 1:1, das findet man oft auch in den Lehrbüchern oder so, aber man muss so ein bisschen aufpassen, ob es tatsächlich kapazitätserhaltend bleibt oder nicht. Wenn ich also bei diesen Nullwerten hier sehe, dass da viele Nullwerte entstehen, dann sollte ich es wahrscheinlich im Zweifel nicht machen. Also wenn ich hier sowas habe wie diese Nullwertproblematik,
dann kann ich das hier zum Beispiel nicht mehr als alternativen Schlüssel sehen. Weil Nullwert hier und Nullwert da, gleicher Eintrag, dann kann ich das nicht mehr als alternativen Schlüssel sehen, was hier vorher mal auch alternativer Schlüssel in diesem Beziehungstyp war. Also hier für diese Relation, die ich separat gemacht habe, ist sowohl das hier Schlüssel als auch das hier Schlüssel. Wenn ich das jetzt diese Beziehungsrelation mit hier oder hier ranpacke, verliere ich diese, das könnte auch ein alternativer Schlüssel sein, Möglichkeit. Also wenn einer dieser Entity-Typen nicht total an diesem Beziehungstyp teilnimmt, dann ist es ungünstig, weil ich diese Nullwerte reinbekomme und dann habe ich in diesem Ding, wo die Nullwerte sind, das hier auf keinen Fall mehr als Schlüssel, als alternativen Schlüssel. Oder hier dann entsprechend das Dunkelgrüne. Also da muss man ein bisschen aufpassen, dass man es vielleicht dann doch nicht macht. Frage? Was wollen Sie noch zusammenfassen? Die hier und die hier. Nee, die haben nicht mehr, hier ist Kappa 2 kein Schlüsselkandidat mehr, weil ich hier Nullwerte potenziell drin habe. Und dann kann es verschiedene Tupel geben, die dann Nullwert haben, und dann kann ich die über dieses Kappa 2 nicht mehr eindeutig identifizieren. Muss man ein bisschen überlegen, was mit Nullwerten passiert. Also wenn ich sage, die haben zwar Nullwerte, aber jeder Nullwert ist unterschiedlich, dann könnte ich es wieder versuchen. Das ist aber so ein bisschen so ein Klimmzug, der nervig ist. Also Null bedeutet eigentlich Null und man hat jetzt nicht, also Null in dem Sinne nicht die Ziffer Null, undefiniert. Man hat jetzt, wenn man sagen würde, ich habe verschiedene Variationen von undefiniert, nämlich genauso viele, wie ich hier Tupel habe, bei denen undefiniert drinsteht, dann könnte ich es ja wieder eindeutig identifizieren. Das ist aber so ein bisschen künstlich. Das macht man normalerweise nicht. Aber das, was ich verloren habe, ist genau das, worauf Sie eigentlich Ihre Frage abzielte. Das hier ist gar kein Schlüsselkandidat mehr hier, dadurch, dass ich die Nullwerte habe. Deswegen hat dieses Schema hier mit dem Dunkelgrün und dieses mit dem Dunkelgrün, hier ist das dunkelgrüne Schlüssel, hier nicht. Kein Kandidat mehr zum Zusammenfassen nach dieser Faustformel. Frage? Ist es richtig, dass bei der 1-zu-1-Relation nur K1 oder K2 als Schlüssel gelten muss? Das heißt, die können nicht zusammen sein, weil sonst wäre ja selbst, wie Sie vorhin gesagt haben, eine Kapazitätserhöhung. Ja, K1 und. Also Sie haben jetzt gefragt, ob K1 oder K2 Schlüssel sind bei 1-zu-1 beim Übersetzen vom Beziehungstyp ins relationale Modell. Ich würde nicht sagen oder, sondern und. Das eine ist Schlüssel und das andere ist Schlüssel, aber nicht zusammen. Wir hatten vorhin bei dem Kapazitätserhalten gesehen, wenn ich nur das eine als Schlüssel nehme, bin ich nicht kapazitätserhaltend, sondern kapazitätserhöhend gewesen. Ich bin erst kapazitätserhaltend, wenn ich sage, das eine ist Schlüssel, das zeichne ich als Primärschlüssel aus, das andere ist aber ein alternativer Schlüssel. Das System achtet darauf, dass das auch Schlüssel ist. Das bedeutet, das System achtet darauf, dass das immer eindeutig ist, dass ich da nicht zwei Tupel habe, wo da derselbe Wert drin steht. Also ich muss dem System sagen, beides sind Schlüssel, aber nicht zusammen. Frage? Ja, Sie sagen, okay, dann schreibe ich halt nur das hin, was hier steht, in die Zeilen, wo hier nicht Null steht. Ne? Könnte man überlegen, widerspricht so ein bisschen dieser Faustformel, dass man sagt, gleicher Schlüssel. Also wann immer das nicht gleicher Schlüssel ist, ist es immer so ein bisschen unangenehm. Die Frage ist, was jetzt hierbei dann wahrscheinlich stören würde. Mal kurz überlegen. Was ich dann wahrscheinlich verliere, ist irgendwie so die Frage, über diesen Schlüssel hier schnell auf diese Attributausprägung zugreifen zu können. Weil ich dann hier oben keinen Schlüssel mehr habe. Also auf sowas mit so Nullwerten einen Index zu legen, ist immer so ein bisschen haarig. Kappa 2, zu denen es keinen Kappa 1 gibt. Genau, das wäre auch ein bisschen unangenehm. Dann habe ich auf beiden Nullwerten, dann habe ich plötzlich hier oben gar keinen Schlüssel mehr. Ja, also es könnte auch hier unten einen Tupel geben, für das ich hier oben kein Hellgrün finde. Dann habe ich sowohl hier Nullwerte als auch hier Nullwerte, dann habe ich gar keinen Schlüssel mehr. Das wäre, also außer ich mache wieder so einen Klimmzug, dass ich die Nullwerte voneinander unterscheide. Das will man normalerweise nicht. Ja. Danke, dass Sie mir weitergeholfen haben. Von weiter hinten sieht man das viel besser als von hier vorne. Ja, aber es ist, also man kann nicht noch was anderes mit dazu packen, weil ansonsten irgendwie die Schlüsseleigenschaft verloren geht. Genau. Okay, ja,
Hier steht das nochmal, dass es in manchen Datenbankmanagementsystemen tatsächlich unterschiedliche Nullwerte gibt, aber naja, das ist so ähnlich wie Sprünge beim Programmieren oder so. Irgendwann hat man da zu viel von gemacht und es wird alles ein bisschen nervig. Ja, wenn Faustformel auch noch, wenn ich weiß, dass nur wenige Instanzen überhaupt teilnehmen am Beziehungstyp. Also ich habe eine 1:1 Beziehung, aber eigentlich auf der einen Seite sind es nur 10%, auf der anderen Seite nur 5% von den konkreten Instanzen von dem Entity-Typ, dann sollte ich wahrscheinlich auf das Zusammenfassen verzichten, weil ich dann sehr, sehr viele Nullwerte sonst in den Tabellen habe. Ne? Also wenn ich weiß, von hier und von hier habe ich eigentlich, gehen wir nochmal hier zurück, die Tabelle hier ist riesig, die hier ist riesig, hat sehr viele Zeilen, die Tabelle hier hat, weiß ich nicht, nur 5% so viele Zeilen wie die beiden zusammen, dann fasse ich die nicht zusammen. Also dann lasse ich 3 Schemata übrig, mache nicht 2 draus, weil ich ansonsten bei dem Zusammenfassen hier entweder hier sehr viele Nullwerte habe oder hier sehr viele Nullwerte. Also wenn ich tatsächlich nur wenige Entity-Instanzen in Beziehung zueinander stehen habe, dann mache ich lieber ein drittes Relationsschema draus. Weil das, was ich quasi gewinne durch das Zusammenfassen, dass ich weniger Relationen habe, das bezahle ich damit, dass ich extrem viele Nullwerte in der zusammengefassten Relation stehen habe. Das will man normalerweise nicht, ein bisschen Speicherverschwendung. Man muss ja quasi ein bisschen Speicher dafür vorhalten, könnte ja irgendwann mal tatsächlich ein Wert reinkommen, weiß das System vorher nicht, aber ich weiß es durch Beobachten des Modells der realen Welt, dann weiß ich, eigentlich stehen nicht so viele Leute miteinander in Beziehungen hier, Beziehung X, dann lasse ich das als separates Relationsschema. Also das ist auch so eine Faustformel, die man sich merken kann. Zum Zusammenfassen, Kandidaten sind Schemata, die gleichen Schlüssel haben, aber eigentlich auch nur dann, wenn ich weiß, dass viele an dieser Beziehung teilnehmen. Wenn es eher wenig sind, also sowas wie, keine Ahnung, viele bedeutet wahrscheinlich sowas wie mindestens 80% auf beiden Seiten oder so. Wenn es eher weniger sind, dann lässt man es wahrscheinlich sein. Also so Good Practice beim ER-Modell ins relationale Modell übersetzen. Angenommen, ich habe jetzt 1:1 und die Teilnahme von beiden Entity-Typen ist total. Also jeder auf der einen Seite und jeder auf der anderen Seite nimmt am Beziehungstyp teil. Also ich bin jetzt in dem Fall, dass ich sage, es sind nicht nur wenige, die teilnehmen oder so mittelmäßig viele, sondern jeder nimmt teil. Total bedeutet, ich habe 2 Entity-Typen in einer 1:1 binären Beziehung, jeder von der einen Seite und jeder von der anderen Seite steht mit irgendwem jeweils in Beziehung. Dann habe ich im Prinzip eine bijektive Abbildung. Also ich total auf der einen, total auf der anderen, 1:1 bedeutet, wenn ich hier den anfasse, dann weiß ich genau, wer ist der Partner hier, gibt nicht 2, gibt nur 1. Wenn ich hier irgendeinen rausgreife, dann hat der auch immer einen Partner auf der anderen Seite. Also ich habe so eine bijektive Abbildung zwischen diesen beiden Entity-Typen, zwischen den Instanzen. Dann kann ich die alle in ein Schema zusammenfassen. Hintergrund ist aber, die müssen total sein. Jeder auf der einen Seite muss mit irgendwem auf der anderen Seite und umgedreht zusammenhängen. Dann fasse ich die alle in ein Schema zusammen und in diesem einen Schema werden die Primärschlüssel beider Entity-Typen zum Kandidaten für Schlüssel für das Zusammengefasste, also jeweils einzeln, sowohl der Schlüssel von dem einen Ding als auch der Schlüssel von dem anderen Ding sind Schlüsselkandidaten. Einen von beiden mache ich zum Primärschlüssel und bei dem anderen sage ich, du bist aber auch Schlüssel, damit das System sicherstellen kann, dass ich diese 1:1 Beziehung habe. Also das, was wir vorher hatten. Wenn es kapazitätserhalten sein soll. Ich kann nicht nur sagen, der eine ist Schlüssel und bei dem anderen ist es mir egal, sondern ich muss beide zum Schlüssel machen, aber jeweils separat. Einer von beiden ist dann Primärschlüssel. Das hatten wir bei dieser Kapazitätserhaltung uns angeschaut. Also was passiert, wenn es 1:1 ist und total, dann kann ich das machen, was Sie gefragt hatten, dann kann ich es tatsächlich alles zu einem machen. Wenn es aber nicht total ist, dann gibt es da irgendwo einen, der beteiligt sich nicht, dann habe ich da Nullwerte und wenn es auf der anderen Seite auch noch jemanden gibt, der sich nicht beteiligt, habe ich da Nullwerte, dann habe ich keine Schlüssel mehr, das ist dieses Hässliche. Wenn ich nur auf einer Seite total bin, dann ist das der Kandidat, wo ich es dazu schreibe. Nee, dann ist das der Kandidat, den ich mit integriere, weil ich sage, dann entstehen da keine Nullwerte. Und wenn beide total sind, dann kann ich es insgesamt in eins packen. Dann habe ich nicht 3 Relationen, Schemata, also Entity, Entity, Beziehungstyp, sondern habe ich nur noch einen am Ende. Und alle zusammen schreibe ich dann hintereinander weg. Also ich habe den Schlüssel von dem einen, den Schlüssel von dem anderen und sage, System, bitte pass auf, das ist auch ein Schlüssel. Dann habe ich die Nicht-Schlüssel-Attribute von dem einen, die Nicht-Schlüssel-Attribute von dem anderen und dann habe ich die Attribute vom Beziehungstyp auch noch dran. Am Ende habe ich nur ein Schema. Wichtig ist aber, der 1:1-Beziehungstyp muss total sein. Auf beiden Seiten sind alle beteiligt.
dann darf ich das zusammenfassen. Ja, jetzt haben wir noch eine Minute, da machen wir nächste Woche weiter. Also es ist jetzt wieder ein kleines bisschen komplexer, wir sind jetzt nicht mehr bei binär, sondern bei beliebig und wir sind jetzt nicht mehr bei 1 zu n oder n zu m, sondern bei min-max und wollen uns fragen, wenn ich das im R-Modell benutzt habe, wie kommen wir denn da weiter? Das dann nächste Woche. Vor 2 Wochen haben wir ungefähr an der Stelle hier aufgehört, wo wir uns immer noch drüber unterhalten haben. Wir sind immer noch so in diesem Modellierungsteil. Wir hatten die Welt modelliert in ER-Modellen und wollten das jetzt eigentlich eher in so eine Tabellenform bringen, weil Tabellen am Ende das sind, was im relationalen Datenbankmodell die Objekte sind, mit denen man arbeitet. Die Frage war, wie kann man aus dem ER-Modell, was man eher so grafisch aufgeschrieben hat, mit Entitäten und Beziehungstypen, wie kann man daraus Tabellen machen? Hat man schon so ein bisschen was gesehen, Entitäten setzt man einfach in eine Tabelle um. Spannender wurde es dann bei den Beziehungstypen, wo wir dann eben zum Beispiel gesehen haben, dass man bei 1:1 Beziehungstypen, wenn die total sind, man die auch so zusammenfassen kann, dass man aus den Entity-Typen-Tabellen, die man am Anfang gemacht hat, also hier für den ersten Entity-Typ und für den zweiten Entity-Typ, dass man die dann alle zusammen in ein Schema passt, zusammenmischt, wo man auch die Attribute von dem eigentlichen Beziehungstyp mit drin hat. Es sind noch ein paar Sachen übrig. Was passiert beispielsweise, wenn man Min-Max-Notation benutzt hat? Bis jetzt haben wir immer diese 1:n oder n zu m oder so Geschichten uns angeschaut. Wenn man Min-Max-Notation benutzt, kann es ja auch sein, dass man mehrstellige Beziehungstypen beispielsweise hat und an den meisten steht irgendwie ein Minimum und ein Maximum Wert dran. Die interessanten sind die, wo 0,1 oder 1,1 dran steht. Das wird so ein bisschen zu dem passen, was wir uns schon angeschaut haben bei den 1:n-Geschichten. Also angenommen, wir haben hier m verschiedene Entity-Typen, die in einem Beziehungstyp stehen, bei dem wir jetzt Kardinalitäten nach min-max dran geschrieben haben. Also nicht mehr 1, n's und m's, sondern so 0, 1 beispielsweise. Der interessante ist der hier in der Mitte, bei dem steht hier 0, 1. Wenn man den sich also anschaut, der EI, einer von denen halt ausgezeichnet, der hat einen Primärschlüssel, also jeder von diesen Entity-Typen hat einen Primärschlüssel, könnten mehrere Schlüssel sein, nochmal als Erinnerung. Man zeichnet dann einen davon immer als Primärschlüssel aus und sagt, das ist der, auf dem ich zum Beispiel einen Index draufpacken will, sodass ich schnell auf bestimmte Entitäten mit einer bestimmten Schlüsselausprägung zugreifen kann. Einen von diesen Primärschlüsseln hat also auch EI und der wird, also der Primärschlüssel von EI, der wird einfach der Schlüssel in der Relation. Das macht jetzt wieder Sinn, weil, wenn man diese 0,1-Notation sich nochmal kurz vergegenwärtigt, wenn so ein Entity oder so eine konkrete Instanz des Typs EI in einer Beziehung steht, dann in höchstens einer. Und deswegen ist dann die Beziehung mit den anderen Entitäten eindeutig über diese Instanz von dem Typ EI charakterisiert. Deswegen würde man da also den Primärschlüssel auch für die Relation benutzen können. Wenn da oben nicht 0,1, sondern, das müssen wir im Bild noch anpassen, wenn hier 1,1 stünde, also stellen Sie sich vor, die 0 wäre eine 1, wenn hier 1,1 stünde, dann macht man es genauso und sagt, der Primärschlüssel von EI wird der Schlüssel oder ein Schlüssel von dem Relationsschema R, was dann für diesen Beziehungstyp hier zuständig sein soll. Und man kann die aber noch zusammenfassen, weil es jetzt 1:1 ist. Sie erinnern sich wieder, letzte Woche, vor 2 Wochen, hatten wir so ein bisschen drüber gesprochen, dass wenn man Dinge zusammenfasst und dann da irgendwie viele Nullwerte entstehen, dass es ungünstig ist, weil man dann viel Platz sozusagen verbraucht. Dann könnte man drüber nachdenken, wenn man die Nullwerte alle unterschiedlich ansieht, also dass man verschiedene Nullwerte hat. Mit Nullwerte meine ich nicht den Wert, die Zahl 0, sondern eben einen nicht definierten Wert, dass man, wenn man verschiedene Nullwerte hat, dass man die dann verschieden betrachten könnte und dann doch wieder keine richtigen Leerstellen hat, aber das ist alles so ein Klimmzug. Insofern würde man es normalerweise nur machen, wenn man so eine 1:1-Geschichte hat. Und hier hat man die ja wieder, wenn man sagt, dass hier eine 1:1, ein Min-Max-1:1-Beschränkung da ist, man dann weiß, jede Instanz des Typs EI muss auch in dem Beziehungstyp stehen. Mindestens einmal und maximal einmal. Ist also dadurch eindeutig. Und deswegen kann ich die Relationsschemata für dieses R, also für den Beziehungstyp, und für das EI zusammenfassen. Und dann auch alle anderen Schlüssel, die EI gegebenenfalls noch hat, könnten ja noch mehr sein, muss ja nicht nur den Primärschlüssel geben, die sind dann auch alle Schlüssel für die neue Tabelle R,
das neue Relationsschema R. Wenn man sich das nochmal anschaut, so ein bisschen analog zu früher, also das, was wir uns letzte Woche angeschaut haben, mit dem nicht Min-Max-Notation, vor zwei Wochen, sorry, sondern mit jetzt in dem Fall dann Min-Max. Wenn ich also einen so einen Entity-Typ habe, der 0,1 ist in diesem Beziehungstyp, dann wird der Schlüssel von diesem Entity-Typ Schlüssel für dieses Relationsschema R. Außerdem habe ich die anderen Schlüssel auch alle noch mit drinstehen. Also von jedem dieser Entity-Typen, die in der Beziehung stehen, sind die Schlüsselattribute die wichtigen, die übernehme ich. Den von dem Eden, wo die 01 dran steht, den mache ich zum Schlüssel für das neue Relationsschema. Und hier hinten sind noch die zusätzlichen Attribute dran, die hier oben so beige-gelb hervorgehoben waren. Das mache ich, wenn es 01 ist. Und wenn es 11 ist, dann kann ich sagen, ich könnte wieder ein Relationsschema sparen. In dem Fall muss ich dann aber darauf achten, dass dieses ganze Schraffierte hier nicht verloren geht. Und das muss ich dann natürlich noch mit in dieses neue Relationsschema übernehmen. Also wenn ich hier 11 min-max notierten Entity-Typ habe, dann kann ich wieder sagen, eigentlich wäre es mir recht, wenn ich nicht so viele Relationsschemata am Ende habe in meiner Datenbank. Ich möchte lieber eins weniger haben. Das hier kann ich auflösen. Der Schlüssel bleibt. Das war auch bei 0,1 Schlüssel, aber das, was noch neu dazukommt, ist dieser schraffierte Teil, also die Attribute vom Entity-Typ EI. Die packe ich alle noch mit in das neue Schema rein. Habe ich jetzt wieder eins gespart. Das macht oft Sinn, wenn man sagt, naja, am Ende will ich nicht zu viele verschiedene Tabellen in der Datenbank haben. Man muss aber eben auf den konkreten Fall achten und sagen, bin ich bereit, gegebenenfalls Nullwerte in Kauf zu nehmen? Hier in dem Fall gibt es keine Nullwerte, weil da 11 die Min-Max-Notation andeutet, dass jede Instanz vom Typ, vom Entity-Typ EI genau einmal in diesem Beziehungstyp stehen muss. Deswegen entstehen keine Nullwerte. Das ist so ein bisschen analog zu dem, was wir vorher gesehen hatten, wenn wir sagen, okay, wir haben also nicht beliebig stellige Relationen, sondern wir hatten nur diese zweistelligen, also 1 zu n oder wenn ich sage 11 min-max beschränkt, ist es eben, dass ich zusammenfassen kann. Bei 01 beschränkt kann ich nicht zusammenfassen, aber ich kann diese Kreuzreferenzierung, das ist das Analogon, was wir bei 1 zu n uns angeschaut hatten. Und wenn ich weiß, ich habe eine 11 Beschränkung, bei beiden Typen, also ich habe min-max 11 auf beiden Seiten und ich bin nur im binären Fall, dann kann ich das wieder zusammenmischen, so wie wir es auch bei 11 vorher gesehen hatten. Sollte ich aber wieder nur machen, wenn es total ist auf beiden Seiten, ansonsten entstehen diese Nullwerte-Geschichten. Ein paar Sachen fehlen uns noch, die wir noch nicht direkt aus dem ER-Modell umsetzen können. Wir hatten jetzt Beziehungstypen angeschaut. Jetzt sind wir bei existenzabhängigen Entity-Typen. Wir hatten am Anfang gesagt, als allererstes normale Entity-Typen übersetze ich einfach in Relationsschemata. Es gibt immer noch ein paar nicht, in Anführungsstrichen, normale Entity-Typen, die existenzabhängigen, die es also nur gibt. Also so eine Instanz von E2 gibt es nur, wenn es eine passende Instanz von E1 dazu gibt. Hatten wir immer mit diesen doppelt gestrichenen angedeutet. Was machen wir denn mit D? Im Prinzip ist das so ein bisschen so ähnlich wie ein Beziehungstyp, weil ich sage, existenzabhängig bedeutet, es gibt mich nur, wenn es auf der anderen Seite auch was gibt. Und das werden wir jetzt so ein bisschen sehen, dass das sich so ähnlich übersetzt. Wir wollen ein Relationsschema für E2 machen, also erstellen, in dem diese ganzen Attribute, die an E2 dranhängen, mit vorkommen. Und wir werden den Schlüssel von E1 mit übernehmen. Normalerweise ist sowas wie eine künstliche ID, aber vielleicht gibt es auch einen Schlüssel Kappa 1 für E1, den ich ausgezeichnet habe als Primärschlüssel. Aber üblicherweise habe ich so einen künstlichen IDs eingefügt. Und der Schlüssel für das neue Schema wird jetzt also der Schlüssel von dem normalen Entity-Typ E1 sein, vereinigt mit dem Schlüssel, den ich hier für E2 noch habe. Wie setzt man das um? Als erstes werde ich ein neues Relationsschema für den existenzabhängigen Entity-Typ erstellen, in dem die Attribute drinstehen, die es für diesen existenzabhängigen Typ gibt, also A1 bis AN angenommen. Das werden die Attribute in dem neuen Relationsschema, Punkt 1. Punkt 2, die Attribute aus dem Schlüssel von dem Typ, von dem der existenzabhängig ist, die übernehme ich auch noch mit in das neue Relationsschema. Also sowas wie den Primärschlüssel, der ausgezeichnet ist, oder eben, das ist auch der Primärschlüssel, diese künstliche ID, die häufig einfach eingeführt wird.
Das ist dann in Fremdschlüsselbeziehungen. Also ich habe dann den Schlüssel aus dem anderen Entity-Typ mit in mein Relationsschema übernommen und meine damit, ich referenziere über diesen Fremdschlüssel auf das konkrete, auf den konkrete Instanz vom Typ E1, von der ich sozusagen abhängig bin. Am Ende schaue ich mir an, was der Schlüssel werden soll, und dafür nehme ich den partiellen Schlüssel, den es für diesen Typ E2 gibt, falls es hier einen sozusagen gibt. Normalerweise gibt es einen. Und ich nehme den Primärschlüssel von dem Entity-Typ, von dem ich abhänge, noch mit zum Schlüssel dazu. Das ist dann der Schlüssel für das neue Relationsschema, den ich auszeichnen werde. Wenn man sich das anschaut im Beispiel, also es gibt einen regulären Entity-Typ, das ist der in E1. Der schraffierte Teil hier soll andeuten, welche von diesen Instanzen des regulären Entity-Typs, also welche Tupel in dieser Tabelle hier, tatsächlich mit diesem existenzabhängigen Entity-Typ dann in einer Beziehung stehen. Das ist genau dieser selbe schraffierte Bereich hier. Hier ist es ein bisschen kleiner angedeutet, hier ist es ein bisschen größer, aber dieses Kappe 1 ist der Fremdschlüssel und mit dem referenziere ich auf die entsprechenden Instanzen, beziehungsweise hier in dem Fall sind wir schon in den Tabellen, auf die Tupel, die da in diesem Relationsschema für E1 vorkommen. Zusätzlich, um den Schlüssel zu ergänzen, diesen Schlüssel von dem Entity-Typ 2 und die Attribute, die dieser existenzabhängige Entity-Typ zusätzlich noch hat, A1 bis AN. Wenn man sich das anschaut, im Beispiel könnte man sowas nehmen wie, also wieder Gebäude und Räume. Es gibt keinen Raum ohne ein Gebäude, muss irgendwie immer ein Ding drumherum sein. Und ein Gebäude hat beispielsweise eine Nummer oder eben die Adresse oder so, die ich dann als eindeutigen Bezeichner nehme. Aber nehmen wir mal an, wir haben eine Gebäudenummer, sind irgendwie durchnummeriert, beispielsweise die Uni-Gebäude, und dann gibt es noch eine Straße. Und dann gibt es diesen existenzabhängigen Entity-Typ Raum, also einen Raum gibt es nur, wenn es ein Gebäude dazu gibt, der hat auch noch quasi so einen halben Schlüssel, die Raumnummer, die muss nicht eindeutig zwischen verschiedenen Gebäuden sein, aber in einem Gebäude soll sie eindeutig sein. Und vielleicht hat er noch so eine Größe oder irgendwie eine Sitzplatzanzahl oder so. Und was passiert jetzt? Na, ich benutze... Also Größe und Raumnummer werden Attribute hier. Das Kappa 2 ist also die Raumnummer hier in dem Fall. Die Attribute A1 bis A1, da gibt es hier eigentlich nur Größe. Die kommen hier mit rein. Und ich benutze noch den Schlüssel Gebäudenummer von dem Entity-Typ, von dem ich existenzabhängig bin. Also Kappa 1 in dem Fall wäre hier die Gebäudenummer. Kappa 2 wäre einfach nur die Raumnummer, jeweils die Attributmenge, die nur ein Attribut enthält. Und A1 bis A1 diese beigen, gelben Sachen, das ist einfach hier nur die Größe des Raums als Attribut in dem Fall. Die Umsetzung ist nicht so komplex, sondern man muss halt einfach der Reihe nach durchgehen und sagen, okay, es ist ein existenzabhängiger Entity-Typ, den mache ich normalerweise nach den Beziehungstypen wahrscheinlich. Also es ist nicht ein regulärer Entity-Typ. Da muss ich ein bisschen was beachten und beispielsweise diese Fremdschlüsselreferenz setzen. Was es auch noch als so ein bisschen eine Art speziellen Beziehungstyp gab im ER-Modell, sind die Ist-Beziehungstypen, wo ich sage, irgendetwas ist etwas anderes und damit eigentlich meine, dass ich nur so diese Attribute ausfaktorisiert habe und sage, die alle zusammen haben, die packe ich oben rein und die spezielleren, die packe ich dann erst in den nicht abgeleiteten Entity-Typen, aber ist schon so ein bisschen ähnlich, dass man sagt, diese Ist-Beziehung, jedes E2 ist ein E1, dann habe ich also hier oben noch Attribute, die sowieso auch mitbekommen. Das war dieses Vererbungsanalogon. Angenommen, ich habe so eine Situation, dass ich einen Entity-Typ E2 habe, der in einer Ist-Beziehung zu E1 steht, die so rum zeigt, also gab es ja so diesen funktionalen Zusammenhang, den wir mit dem Pfeil andeuten wollen, und es gibt hier Attribute A1 bis AN, die also nur hier unten dran hängen. Was mache ich? Ich baue wieder ein neues Relationsschema für E2, in dem übernehme ich die ganzen Attribute A1 bis AN, die hier dranhängen. Und als Schlüssel weiß ich jetzt aber, jedes E2 ist ein E1, E1 hat einen Primärschlüssel, dann muss es also auch denselben Primärschlüssel haben. Das deutet auch nochmal diese Mengenschreibweise hier an. Im Prinzip ist jede konkrete Instanz vom Entity-Typ E2 die zusammenbildende Teilmenge, die in diesem Entity-Typ E1 in allen Instanzen davon enthalten ist. Also jedes E2-Ding ist ein E1-Ding. Und damit erbt auch jedes E2-Ding den Primärschlüssel von E1. Deswegen benutze ich hier einfach ID1, beziehungsweise falls es einen anderen Primärschlüssel gibt, dann dieses Kappa 1. Ist in dem Fall gar nicht wirklich ein Fremdschlüssel, sondern es ist einfach der Schlüssel von dem Obertyp, von dem ich abgeleitet bin.
Und den benutze ich dann auch im Relationenschema E2. Wie setzt man es um? Also der Reihe nach wieder, ich baue ein neues Relationenschema. Üblicherweise würde ich das so benennen, wie es wahrscheinlich auch im R-Modell benannt war. Ich habe ja am Ende beim Konsolidieren vom R-Modell darauf geachtet, dass ich die Bezeichner nicht mische, wenn sie nicht gemischt werden sollen, und dass ich also unterschiedliche gewählt habe. Und dann packe ich die Attribute, die an diesem Typ E2 dranhängen, an diesem Entity-Typ E2, die packe ich alle erstmal in das Schema mit rein. Ich übernehme dann noch die Schlüsselattribute von dem Typ, von dem ich abgeleitet bin, also von E1, Primärschlüssel Kappa 1 oder nochmal als Erinnerung, sowas wie eine ID, die ich üblicherweise eingeführt habe. Die packe ich als eine Art Fremdschlüssel mit rein. Art Fremdschlüssel hier in dem Fall, es ist nicht wirklich ein Fremdschlüssel, dadurch, dass jedes E2 auch ein E1 ist. Ich deute damit nur nochmal an, dass es im Prinzip dieselbe Idee verfolgt, dass ich also eine Referenz setzen kann auf den Obertyp in dem Fall. Und der Primärschlüssel, den ich dann von meinem Obertyp geerbt habe, das wird einfach auch der Schlüssel für E2, den ich auszeichne. Also für das neue Relationenschema. Ein Beispiel, irgendwie gibt Mitarbeiter in der Uni, die haben eine Personalnummer und irgendein Institut, dem sie zugeordnet sind, und als Prüfer sind nur Mitarbeitende zugelassen. Also jeder Prüfer ist ein Mitarbeiter und der Prüfer prüft irgendwie ein Fach, was dann hier unten wahrscheinlich erst dranhängt. Was passiert? Ich muss mich fragen, was ist hier der Primärschlüssel? Wahrscheinlich Personalnummer, ist ja so ein künstliches Ding. Den kann ich also übernehmen. Wenn ich mir den allgemeinen Entity-Typ Mitarbeiter anschaue, da wird es eine Tabelle geben, in dem gibt es diesen Primärschlüssel und irgendwelche anderen Attribute, die uns jetzt hier nicht interessieren. Und dann gibt es manche, das ist wieder dieser schraffierte Bereich, das sind die Primärschlüssel, die ich tatsächlich auch in dem speziellen Entity-Typ, in diesem abgeleiteten Is-Entity-Typ finde. Dieser schraffierte Bereich hier wieder. Also so eine Art Fremdschlüssel, in Anführungsstrichen jetzt hier in dem Fall, dass ich wieder meine, ich referenziere eigentlich Mitarbeiterinstanz, ein Mitarbeitertupel hier raus. Der Schlüssel ist aber in dem Fall nicht fremd, sondern das ist eigentlich der Schlüssel, der mir auch mitgehört. Zusätzlich könnte es noch einen alternativen Schlüssel geben für diese Prüfergeschichte. Falls es immer nur beispielsweise hier in dem Fall pro Fach einen Prüfer gäbe oder so, dann könnte ich als alternativen Schlüssel auch das Fach hier benutzen. Kann aber auch sein, dass es keinen alternativen Schlüssel gibt. Muss nicht. Und im Prinzip das hier sind die ganzen Attribute, die hier bei Prüfer alleine dranhängen. Was ich nicht mit übernehme, ist beispielsweise hier in diesem Typ das Institut, weil das hängt ja hier oben drin und ich kann über diesen Fremdschlüssel, in Anführungsstrichen, diese Fremdschlüsselreferenz ja von hier rüberkommen und fragen, Prüfer für Fach X, welchem Institut ist der zugeordnet, das kann ich direkt in der anderen Tabelle dann sehen. Muss ich nicht nochmal übernehmen. Nochmal übernehmen klingt schon immer wieder so wie Redundanz und das ist ja immer das, was wir vermeiden wollen. Also Redundanz in dem Sinne, dass man dieselbe Information mehrmals in der Datenbank irgendwo hat, das möchte man normalerweise nicht, weil dann alle möglichen Anomalien entstehen können. Wenn man an einer Stelle ändert, muss man es an der anderen auch ändern und so will man normalerweise nicht. Deswegen versucht man das hier auch bei so einem Übersetzen von einem R-Schema in so ein relationales Schema so zu machen, dass man nicht die Attribute irgendwo doppelt, sondern das Einzige, was man benutzt, sind diese Fremdschlüsselgeschichten, also Referenzen über Schlüsselattribute. Ja, also im Prinzip ist es kein Fremdschlüssel, sondern eigentlich ein Schlüssel, hatte ich schon gesagt. Das Ganze könnte auch mehrstufig sein, wenn man sich sowas vorstellt wie, keine Ahnung, man hat sowas wie Mitarbeitende oder sowas wie Universitätsangehörige, da gibt es Studierende und vielleicht Mitarbeitende und Mitarbeitende könnten dann wieder Prüfer sein, dann habe ich so eine mehrstufige Geschichte von Universitätsmitglied über Mitarbeiter zu Prüfer oder so, dann erbe ich sozusagen von ganz oben den Primärschlüssel, muss ich irgendeine Nummer vergeben oben, die bekommen dann die Mitarbeitenden und über Mitarbeitende bekommst du dann auch wieder die Prüfenden. Also auch bei mehrstufigen Ist-Beziehungstypen gibt es oben einmal den Primärschlüssel und weiter unten ist das dann derselbe Schlüssel, den ich als Fremdschlüssel in Anführungsstrichen dann zum Referenzieren benutze. Wie würde man üblicherweise vorgehen? Ja, ungefähr in der Reihenfolge, wie wir es uns hier auch angeschaut haben, also ein gegebenes ER-Modell, was man also grafisch entworfen hat, um die Welt zu modellieren, die in die Datenbank gepackt werden soll. Als erstes fängt man mit allen regulären Entity-Typen an und sagt, für jeden regulären Entity-Typ baue ich also ein Relationenschema. Dann transformiere ich die abhängigen Entity-Typen, dann gehe ich die Beziehungstypen durch, fange normalerweise mit 1:1 an, weil ich da gegebenenfalls nochmal Relationenschemata wieder mischen kann. Dann 1:n, n:m,
Alle übrigen Beziehungstypen, vielleicht habe ich auch so eine Mischform im R-Modell und bei manchen dran geschrieben 1 zu n, 1 zu m oder n zu m Notation. Bei anderen habe ich Min-Max dran geschrieben, also es könnte auch noch mehrere Beziehungstypen hier geben. Und ganz zum Schluss transformiert man üblicherweise die Ist-Beziehungstypen. Zumindest wird das in diesem El-Masri-Nawate-Buch vorgeschlagen. Man kann natürlich auch eine andere Reihenfolge wählen und man könnte sich jetzt überlegen, was ist denn ein besonders geschicktes Vorgehen, um möglichst selten irgendwie Schemata mischen zu müssen oder so. Aber ein Vorschlag, der eigentlich in der Praxis gut funktioniert, wäre der hier aus dem El-Masri-Nawate-Buch, dass man sagt, mit regulären Entitätypen fange ich an, dann die abhängigen Entitätypen, dann die Beziehungstypen und ist es im Prinzip auch ein Beziehungstyp. Wie gehe ich so der Reihe nach durch? Von womöglich mische ich noch was zusammen, eher zu denen, wo ich dann nicht mehr so viel gemischt habe. Also sowas wie N zu M oder so, da passiert es wahrscheinlich nicht mehr, dass ich noch Relationsschemata mische. Das ist so ein Vorgehen, was man der Reihe nach durchgehen kann. Wenn man sich fragt, wie transformiere ich 1 zu n Beziehungstypen, blättert man quasi ein paar Folien zurück und sieht, wie man die transformiert und einen Schritt nach dem anderen ausgeführt. Am Ende sollte ich alle übersetzt haben. Dann habe ich also eine Relationsschema-Sammlung, quasi eine Datenbank, die aus Tabellen besteht. Und im Prinzip wollen wir jetzt in dieser Tabellensicht später im nächsten Vorlesungsabschnitt uns fragen, was kann man denn damit machen? Also außer, dass man erstmal alle möglichen Dinge drin gespeichert hat. Das Ziel war ja, mit dem R-Modell die Welt gut zu modellieren, die ich in der Datenbank abbilden will. In dem R-Modell kann ich aber die Instanzen schlechter instanziieren als in so Tabellen. Hat sich durchgesetzt, diese Tabellensicht zu haben, also relationales Modell basiert auf diesen Tabellen. Jetzt haben wir also aus dem R-Modell Tabellen gemacht, jetzt die Tabellen gefüllt und irgendwie wollen wir im nächsten Vorlesungsabschnitt uns dann darum kümmern, wie man das benutzen kann, um Anfragen zu stellen und Dinge zu manipulieren. Nochmal eine Zusammenfassung der wichtigsten Regeln, einfach so vielleicht als so ein Quick Guide oder so. Im Prinzip das, was einander entspricht. Entity-Typen im R-Modell werden zu Relationsschemata, Attribute werden zu Attributen, keine Überraschung zum Glück. Primärschlüssel werden zu Primärschlüsseln, auch das keine Überraschung. Dafür haben wir sie uns im R-Modell quasi schon ausgedacht. Beziehungstypen werden auch zu Relationsschemata, also nochmal, was man hier sieht, im Prinzip im Relationenmodell ist alles nur noch Relationsschema. Im R-Modell gab es zumindest Entity-Typen und Beziehungstypen. Den Unterschied gibt es jetzt nicht mehr, es gibt quasi nur noch Tabellen. Attribute von Beziehungstypen werden Attribute, Attribute in den Primärschlüsseln werden Attribute, werden üblicherweise, wenn ich in so einem Beziehungstyp mehrere Entitäten habe, über diese Fremdschlüsselbeziehungen referenziert. Fremdschlüssel sollen als eine Integritätsbedingung, eine wichtige Integritätsbedingung sicherstellen, dass ich nicht plötzlich irgendwo was erzeugen kann, wozu es keine Entsprechung auf der anderen Seite gibt. Bei 1 zu n Beziehungstypen haben wir den Primärschlüssel des zweiten Beziehungstyps, des des N-Entity-Typs zum Primärschlüssel des Relationsschemas gemacht. Bei 1 zu 1 werden beide Schlüssel, nicht zusammen, aber beide müssen Schlüssel sein. Einen davon zeichne ich dann als Primärschlüssel aus. Es ist aber wichtig, dass beide Schlüssel sind. Das hatten wir vor 2 Wochen ganz am Anfang uns angeschaut. Und bei N-zu-M-Beziehungstypen vereinige ich die Schlüssel und sage, das ist jetzt der neue Schlüssel für das Relationsschema für den Beziehungstyp. Falls ich einen Entity-Typ habe, der von einem anderen abhängt, dann nehme ich da wieder die Schlüsselattribute von dem ich abhänge, mit auf und beide zusammen werden dann der neue Schlüssel, also der Fremdschlüssel und mein Teilschlüssel. Bei einem Ist-Beziehungstyp, also falls ein E2, Entity-Typ E2 ein Teil von E1 ist, habe ich auch alle Schlüsselattribute übernommen und der Primärschlüssel von dem ich abhänge, das ist jetzt in dem Fall kein Fremdschlüssel mehr, sondern eigentlich habe ich den ja auch vererbt bekommen. Das wird dann also auch der Schlüssel in diesem neuen Schema, was ich dafür erzeugt habe. Noch eine kleine vergleichende Syntaxübersicht, die lese ich jetzt nicht vor, aber falls Sie mal in irgendeines der Bücher reinschauen, das, was wir hier in der Vorlesung nutzen, ist manchmal ein bisschen anders als das, was man in einem Buch liest. Also wir haben sozusagen das Beste aus allen Welten zusammengemischt, damit es noch ein neues Schema gibt. Aber es gefiel uns einfach irgendwie besser. Manche Sachen aus dem einen Buch gefielen uns besser als aus dem anderen Buch. Beispielsweise hier Attributmengen sind bei uns immer Alphas und Betas. Das ist so wie in einem Kemper-Eigler-Buch, wohingegen Heuer-Sake große X und große Y hat und Vossen nur große X oder so. Also das hier vorne ist immer die Notation, die wir hier in der Vorlesung haben. Falls Sie in ein anderes Buch reinschauen, manche Sachen gibt es in manchen nicht.
die wir auszeichnen oder die ein anderes Buch auszeichnet. Wichtig ist das, was ganz hier vorne in der allerersten Spalte steht. Das ist das Schema bzw. die Syntax, die wir hier in der Vorlesung benutzen. Passt nicht auf eine Folie, ist zu viel. Also sind zwei Seiten. Aber müssen Sie nicht irgendwie auswendig können, nur falls Sie Nachschlage, Referenz wollen. Und falls ich Sie am Ende irgendwie bitte, was aufzuschreiben, wäre es natürlich gut, wenn Sie in der Klausur das benutzen, wie wir es genannt haben. Und nicht dran schreiben, hier bediene ich mich bei Heuer-Sake, da bediene ich mich bei Kemper-Eickler. In einer anderen Weise, als wir das gemacht haben, kommt man beim Korrigieren meistens nicht so gut zurecht. Und wenn man beim Korrigieren nicht gut zurechtkommt, kriegt man meistens ein schlechtes Gefühl für die Klausur. Das wollen Sie vermeiden, dass wir ein schlechtes Gefühl bekommen. Ja, so viel vielleicht zu dem Teil. Wir sind immer noch sozusagen beim Übergang vom vielleicht langweiligen, in Anführungsstrichen, Modellieren der Welt hin, dass wir endlich Objekte haben, die jetzt an Datenbanken erinnern. Gibt es noch Fragen von Ihnen soweit? Also R-Modell übersetzen in ein relationales Modell ist eigentlich ein relativ einfacher Prozess, wo man sagt, okay, ich gehe der Reihe nach durch, ich muss halt nur gucken, an welcher Stelle, wenn Sie diesem Vorschlag folgen, der aus dem El-Masri Nawati-Buch ist, an welcher Stelle, welchen Schritt ich machen muss, was übersetze ich als nächstes. Also zum Beispiel, wenn Sie sich daran halten wollen, dass Sie alle 1-zu-1 Beziehungstypen übersetzen, bevor Sie überhaupt irgendeinen 1-zu-n Beziehungstyp übersetzen. Dann geht man so ein bisschen kanonisch vor und am Ende hat man also die Relation.